Your blood will turn white. Your face will turn green. Your eyeballs will pop with pressure. So terrifying. Gegenstandsnummer SCP-071. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-071 ist in einer modifizierten Standardzelle für Humanoide ohne direkte Beobachtungsmöglichkeiten untergebracht. Die Observation von SCP-071 darf nur durch eine Videoüberwachung mit einer minimalen Verzögerung von 60 Sekunden erfolgen. Experimente dürfen nur mit der Erlaubnis von mindestens 2 Stufe 4 Standortdirektoren erfolgen und Personal, welches die Zelle von SCP-071 betritt, darf dies nur in einer Gruppe von mindestens 4 Personen tun. Jedes Personal, das ein ungewöhnliches, zwanghaftes Verhalten aufweist, muss sofort aus dem Bereich entfernt, einer kompletten psychologischen Untersuchung unterzogen und entweder ein Klasse-C-Amnesikum verabreicht oder je nach Erachten neu zugeteilt werden. Unter keinen Umständen darf Personal SCP-071 direkt oder durch unverzögertes Videomaterial beobachten. Alle visuellen Aufzeichnungen und Fotografien müssen sofort vernichtet werden, sobald sie nicht mehr gebraucht werden. Beschreibung. SCP-071 ist ein metaphorisches Wesen, welches die Fähigkeit besitzt, Formen anzunehmen, die dem sexuellen Verlangen des Beobachters entsprechen. Diese Fähigkeit kann SCP-071 sogar durch Hindernisse, die SCP-071 davon abhalten sollen, sein Gegenüber zu erkennen, wie zum Beispiel durch Videoüberwachung oder Einwegspiegel einsetzen, kann aber dadurch unterbunden werden, dass eine Verzögerung in die Aufnahmen eingebaut wird, sodass die Bilder nicht in Echtzeit übertragen werden. SCP-071 scheint seine Form ohne externe Anreize nicht ändern zu können oder zu wollen und verbleibt in der zuletzt gewählten Form, wenn es nicht beobachtet wird. Es scheint keine Grenze zu geben in der Menge an Formen, die SCP-071 annehmen kann. Siehe Anhang 0711 für weitere Informationen. SCP-071 scheint auch intelligent zu sein. Jedenfalls hat es keine Fähigkeit zur verbalen Kommunikation gezeigt und sein Verhalten ist darauf begrenzt, dem Beobachter sexuelle Aktivitäten zu entlocken. Es ist nicht bekannt, ob SCP-071 ein Empfindungsvermögen besitzt oder ob es nur ein Verhalten mimt, welches von seinem Beobachter erwartet wird. Menschliche Subjekte, denen sexuelle Handlungen mit SCP-071 gewährt wurden, erlitten einen rapiden Schwund von Muskeln, skeletaler Struktur und Hirnfunktionen, welche 1 bis 2 Tage nach dem Kontakt einsetzt. Der Schwund hält bis zu 7 Tage an, abhängig von physischen Therapien, die nach dem Einsetzen angewendet wurden, zumal das Subjekt eine permanente Verringerung der Figur, eine Verringerung der Organfunktionen, verringerte Hirnmasse und Sterilisierung erleidet. Subjekte, die sich anhand von Aufzeichnungen von SCP-071, egal ob verzögert oder nicht, mittels Masturbation selbst befriedigen, erleiden dasselbe Schicksal. SCP-071 erlangte am nach Daten gelöscht die Aufmerksamkeit der Foundation. Aufgrund anhaltender medizinischer Vorfälle, die durch die Auswirkung von SCP-071 verursacht wurden, werden derzeit sämtliche Aufzeichnungen von SCP-071 aus dem Internet entfernt. Anhang 0711. Forschernotiz. SCP-071's Fähigkeit, die Form zu ändern, scheint nicht auf normale menschliche Subjekte begrenzt zu sein. Als das Subjekt D7883 SCP-071 vorgestellt wurde, verwandelte sich dieses in einen weiblichen Golden Retriever. D7338 reagierte schockiert und verweigerte sich, mit dem Experiment fortzufahren,
Jedoch wiesen die physiologischen Anzeichen des Subjektes eine sexuelle Erregung auf. Nahm SCP-071 die Form einer weiblichen, menschlichen Leiche an, als es D8762 ausgesetzt wurde. Medizinisches Personal registrierte keinerlei Lebenszeichen und SCP-071 nahm keinen Schaden von der Wandlung. Später verwandelte es sich in einen männlichen Jährigen, als es D8765 ausgesetzt war. Gezeichnet Dr. Gegenstandsnummer SCP-072. Objektklasse sicher. Spezieller Haltungsprozess. Alle bekannten Fälle von SCP-072 sind in einer 3,5 x 4 Meter Arrestzelle zu verwahren. Der Zugang ist nur während zugelassenen Testverfahren erlaubt. Ohne vorherige Genehmigung von Senior Professor Grant dürfen keine Gegenstände, auf denen das Schlafen möglich ist, in einem Umkreis von 15 Metern um die Arrestzelle gebracht werden. Beschreibung. Instanzen von SCP-072 wurden zunächst in einem Wohnkomplex in Michigan entdeckt, nachdem die lokalen Medien Berichte über dessen Wirkung verlauten ließen. Diese lösten eine lokale Panik aus, welche die Aufmerksamkeit des verdeckten Agent erregte. SCP-072 ist eine schattenhafte und transluzente Projektion, die wie eine 0,9 Meter lange Hand aussieht, die sich zu etwas, was spitzen Fängern ähnelt, verjüngt. Eine detaillierte Aufnahme von SCP-072 ist schwierig, da es sich bei Lichtkonzentrationen von über 5 Lux nicht manifestiert. Manifestationen von Instanzen von SCP-072 wurden nur beobachtet, wenn ein Mensch, im folgenden Text als Subjekt bezeichnet, den REM-Schlaf in einem von SCP-072 infizierten Bett erreichte und einen oder beide Füße unter der Decke hervorragen ließ. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, wird SCP-072 am Fußende des Bettes auftauchen und wird seinen Zeigefinger verwenden, um das Subjekt am Fuß anzustupsen, bis es aufwacht. Subjekte haben berichtet, dass es sich nicht mehr bewegen konnte, nachdem SCP-072 dies getan hatte, und zeigten ähnliche Symptome wie bei einer Schlafparalyse. Dies hält an, solange SCP-072 sichtbar ist. SCP-072 wird dann seine spitzen Finger benutzen, um Teile des Fleisches von den freiliegenden Stellen des Fußes oder der Füße des Subjektes zu schneiden. Es wird sich nach jedem Entfernen in das Innere des Bettes zurückziehen und ohne das gesammelte Material wiederkehren. Es wird damit fortfahren, bis SCP-072 alle freiliegenden Teile des Fußes oder der Füße bis zu den Knöcheln geholt hat. Obwohl SCP-072 ausgesetzte Subjekte berichten, dass dieser Prozess extrem schmerzhaft ist, macht es ihnen der paralytische Effekt unmöglich zu schreien oder um Hilfe zu rufen. Es ist nicht bekannt, ob Manifestationen von SCP-072 sich von dem gesammelten Material ernähren oder es für einen anderen Zweck verwenden. SCP-072s Effekte sind nicht tödlich, solange die Wunden richtig versorgt werden, doch wurde beobachtet, dass sie einen psychischen Schaden in Bezug auf zukünftigen Schlaf hervorrufen. Es gibt außerdem einen sekundären Effekt. Jedes Bett in einem Umkreis von etwa 10 Metern um ein Bett, welches die Effekte von SCP-072 manifestiert, wird ebenso eine Instanz von SCP-072 beherbergen. Die Zerstörung eines Bettes, das von SCP-072 betroffen ist, weist keine anomalen Materialien und keine Spur von dem biologischen Material, das von den Subjekten entfernt wurde, auf. Anhang. Liste bekannter SCP-072-Objekte. SCP-072-1, 0722,
und 0723 sichergestellt in dem ursprünglichen Wohnkomplex, drei Doppelbetten, welche jeweils nicht weiter als 10 Meter voneinander entfernt wurden. SCP-0724, ein großes Himmelbett, welches während SCP-0724s Zeit in der temporären Verwahrungsstelle für anomale Objekte in Standort kontaminiert wurde. SCP-0725, ein Schlafsack mit entferntem Boden, wurde mit SCP-0721 für Tests in Kontakt gebracht. Als D-2191 in dem Objekt in den REM-Schlaf eintrat, Daten gelöscht. SCP-0725 wird für zukünftige Tests nicht empfohlen. SCP-0726 und 0727 wurden zu SCP-0722 gestellt und später zur Untersuchung zerstört. Überreste von SCP-0726 und 0727 scheinen unbeeinflusst, mussten aber eingedämmt werden, bis weitere Forschungen abgeschlossen sind. Gegenstandsnummer SCP-073. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-073 wird in einer 2 Zimmer großen Zelle aufbewahrt, mit allen nicht-organischen Möbeln und Gegenständen und einem Badezimmer. Das Subjekt darf frei in der Fakultät herumlaufen und in der Hauptkantine essen. Ein Ortungsgerät wurde an SCP-073 angebracht und soll nicht entfernt werden. Dem Subjekt ist jeglichen Kontakt mit der Oberfläche verboten und es darf sich nicht außerhalb der Fakultät bewegen. Unter keinen Umständen darf das Subjekt Kontakt mit pflanzenbasierten SCPs aufnehmen. Gewalt sollte unter keinen Umständen gegen SCP-073 verwendet werden. SCP-073 wird derzeit im Standort 17 isoliert. Beschreibung. SCP-073 ähnelt äußerlich einem sehr gebräunten Mann arabischen oder mittelöstlichem Ursprung. Er scheint Anfang 30 zu sein, ebenfalls ist er 1,85 Meter groß und 75 Kilo schwer, mit schwarzen Haaren und blauen Augen. Die Arme, Beine, Wirbelsäule und Schultern scheinen mit künstlichen Versionen ersetzt worden zu sein, aus unbekannter Herstellung und Metall. Das Subjekt nimmt dies erst wahr, wenn es darauf angesprochen wird, und gibt an, dass es nicht wüsste, wie, wieso oder wann dieser Austausch durchgeführt wurde. Es erklärte, dass es schon so war, seit es sich erinnern konnte. Auf der Stirn des Subjektes ist ein Symbol eingeritzt worden, welches sumerischen Ursprungs zu sein scheint. Das Symbol ist bis jetzt unübersetzt und das Subjekt scheint bedrückt zu sein, wenn es erwähnt wird. Im Allgemeinen weigert es sich, darüber zu sprechen. Das Subjekt muss regulär essen und trinken, aber es isst ausschließlich Fleisch durch seinen Effekt auf pflanzenbasierten Objekten. SCP-073, das sich selbst als Kain bezeichnet, ist generell höflich und freundlich zu allen, mit denen es redet, auch wenn es als kalt und irgendwie mechanisch beim Sprechen beschrieben wurde. Es ist sehr hilfreich und hat Spaß daran, Personal bei ihren täglichen Aufgaben zu helfen, was auch immer es sein mag. Es hat detailliertes Wissen über alte bis kürzliche Ereignisse in der Geschichte und die meisten verbreiteten Sprachen der Welt, die mittlerweile Ausgestorbenen eingeschlossen. Das Subjekt erklärte, dass es ein fotografisches Gedächtnis hätte und erinnerte sich Wort für Wort an den gesamten Text aus einem 800 Seiten langen Wörterbuch, das er in 1,5 Minuten durchlas. SCP-073s Gegenwart ist schädlich für jegliches Leben, das in der Erde gewachsen ist, und verursacht dessen Tod in einem 20-Meter-Radius. Jegliches Land, auf dem SCP-073 lief oder das im 20-Meter-Radius lag, wird unfruchtbar, da alle luftunabhängigen Bakterien sterben,
weshalb die Erde nicht fähig ist, jegliches Leben zu fördern, bis sich neue Bakterien bilden. Alles, das von erdverwachsenen Leben stammt, wie Holz oder Papier, verrottet und zerfällt bei Kontakt mit SCP-073 sofort. Weitere betroffene Abkömmlinge schließen in Hydrokultur Gewachsenes ein. Gewalt, die direkt gegen SCP-073 gerichtet wird, reflektiert allen Schaden zurück auf den Angreifer. Dabei bleibt SCP-073 körperlich unverletzt. Dies betrifft jeglichen Schaden, der gegen SCP-073 gerichtet ist. Versuche, Gewebe und Blutproben zu bekommen, haben sich als nutzlos erwiesen. Als die Prozedur eingeleitet wurde, fühlte das Personal, das die Aktion durchführte, dasselbe wie SCP-073 und endete mit einer Probe des eigenen Blutes oder Gewebe. Trotz des Faktes, dass alle Aktionen direkt an SCP-073 durchgeführt wurden. Indirekter Schaden durch einen Gegenstand resultiert ebenfalls darin, dass die Person, die die Aktion durchführte, die verursachte Wunde erhielt. Auch wenn SCP-073 keinen wirklichen Schaden von den Wunden erhält, berichtete es, dass es immer noch Schmerz fühle und bat höflich von schädlichen Aktionen ihm gegenüber abzusehen. Zusätzliche Notizen: SCP-073 wurde 1900 in der Polizeistation New Yorks gefunden, nachdem es gefangen genommen wurde, da es inmitten von den Leichen zahlreicher gewalttätiger Gangmitglieder gefunden wurde. SCP-073 erzählte der Polizei, dass die Gang versucht hatte, es zu verspotten, dann allerdings wütend wurde und versuchte, ihn umzubringen, was in ihrem eigenen Tod endete. SCP-073 wurde inhaftiert und als John Doe gehalten, da das NYPD keine Informationen über es finden konnte. SCP-073 erregte die Aufmerksamkeit der Organisation durch eine Routineuntersuchung der John Does und wurde anschließend in unsere Obhut genommen. Nachtrag 0731. In Hinsicht auf SCP-073s unzerstörbare Natur, sein fotografisches Gedächtnis und seinen generellen Wunsch zu gefallen, hat die oberste Führung es für das Beste gehalten, alle Informationen auf SCP-073 zu speichern, sodass sie nicht durch mögliche Katastrophen verloren gehen. Während dieser Schritt auf gemischte Meinung traf, hat SCP-073 geschworen, diese Geheimnisse zu bewahren. Nachtrag 0732. Wenn Informationen SCP-076 betreffend zu SCP-073 gebracht werden, zum Speichern von Informationen, zeigte das Subjekt Vertrautheit mit den Informationen. Trotzdem war es abgeneigt, etwas hinzuzufügen, auch wenn es sagte, dass es bereits alles über SCP-076 wüsste. Dann meinte es, dass es besser für alle wäre, wenn es SCP-076 nicht treffen würde. Gegenstandsnummer SCP-074. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. Aktualisierte Akte. SCP-074 ist im Standort 81 untergebracht. Es ist eine aktive informationelle Gefahr. Es darf keine Forschung zur Beurteilung seiner anormalen Eigenschaften durchgeführt werden. Jedes Personal, das bereits Forschung an SCP-074s anormalen Eigenschaften durchgeführt hat, eine fortgeschrittene oder höhere Ausbildung in der Physik hat oder Zugang zum Archiv 074-317E hatte, darf sich SCP-074 niemals auf weniger als 5 Kilometer nähern. SCP-074 wird in einer verstärkten 6x6x6 Meter großen Glaskammer, gefertigt aus Filterglas, zur Ausschließung sämtlicher UV-Strahlung, die sich in einem fensterlosen Raum, der als sekundäre Eindämmung dient und mit monochromatischen Sicherheitslampen bestückt ist, befindet, isoliert.
Die Eindämmungskammer muss mit Gerüsten, parallel zur Oberfläche der Kammer ausgerichtet, umgeben sein, die mit gezüchteter, lebender menschlicher Haut bespannt ist und die sich überlappen müssen, damit die Kammer zu mindestens 95% damit umschlossen ist. Die Hautstücke müssen mindestens 3 mm dick und auf eine Temperatur von 37 Grad Celsius erwärmt werden. Die Haut muss aus Proben von D-Klasse-Personal gezüchtet werden, welches nicht weniger als einen Hauptschul-, aber nicht mehr als einen Realschulabschluss besitzt. Alle Hautstücke müssen täglich auf Instanzen von SCP-0741 untersucht werden. Alle Instanzen von SCP-0741 müssen entfernt und eingeäschert werden. SCP-074 muss einmal täglich durch einen mechanischen Spender mit geschredderten Äpfeln, Gattung Malus, Blättern, Rinde und Früchten gefüttert werden. Das Futter ist in Hydrokulturen zu züchten, um sicherzustellen, dass es frei von Verschmutzung und fremden Organismen ist. Im Falle eines spontanen Eindämmungsbruchs kann das Personal SCP-074 zur Rückkehr in seine Kammer zwingen, indem es jedes der 4 Mäuler mit einem ganzen rohen Apfel blockiert und SCP-074 in die gewünschte Richtung drückt, während es sanft mit den Handflächen seine Augen tätschelt oder mittels Sprühen einer 0,5%igen Lösung von methanolischer Säure auf seine vorderen Fühler. Beschreibung. SCP-074 ist ein anomaler Organismus, der verschiedene Quantumeigenschaften auf makroskopischer Ebene und anderen Wegen nutzt, um die grundlegenden Gesetze der Physik in seiner unmittelbaren Nähe zu modifizieren. Die spezifische Natur dieser Modifikation scheinen mit dem Ausmaß, in dem sich die Menschen in der Umgebung von SCP-074 den präzisen Details der physikalischen Gesetze, die SCP-074 modifiziert, bewusst sind, in Verbindung stehen, sodass Forschung festlegen müssen, ob SCP-074 Eigenschaften oder Fähigkeiten besitzt, die in Entwicklung oder Manifestation dieser Eigenschaften oder Fähigkeiten resultieren. Archiv 074317E hat seine vollständige Liste der physikalischen Anomaliephänomene bekannt, die mit SCP-074 in Verbindung gebracht wird, ist für Personal des Sicherheitslevels 3 oder höher zugänglich. Personal, das Zugang zu diesen Dokumenten erhält oder näher als 5 Kilometer an die Forschungseinrichtung 81 kommt, wird von der Forschung an SCP-074 ausgeschlossen. SCP-074 hat wiederholt die Fähigkeit gezeigt, sich spontan bis zu 3 Meter außerhalb der Sicherungszone zu materialisieren. Es wird vermutet, dass dies durch Quantumtunnel erfolgt. Insektenforscher der Foundation haben SCP-074 vorläufig in die Gruppe der Isopoda eingeordnet, allgemein bekannt unter dem Namen Assel. Sein Gewicht beträgt ungefähr 1700 Kilogramm, aber die Gravitationsmasse erreicht lediglich 375 Gramm. Sein Körper hat ein Volumen von 1,7 Kubikmetern. Dies entspricht etwa dem eines Familienwagens. SCP-074 ist weiblich und parthenogenetisch, periodisch jedenfalls. Das kugelförmige Organ auf der Spitze ihres Eiablageapparates lumineziert und gibt nicht ionisierende Strahlung ab, die allerdings als einheitliche Wellenpakete von SCP-074 als selbstbefruchtende Eier, folgend als SCP-0741 bezeichnet, wachsen. Elemente von SCP-0741 reifen und wachsen vorzugsweise im Fleisch von Menschen, die Physikkenntnisse besitzen. Das rudimentäre Wissen über Physik, welches selbst bei erwachsenen Zivilisten mit niedriger Bildung in einem Industriestaat vorzufinden ist, zum Beispiel, dass Magnete sich gegenseitig anziehen, Materie aus Atomen besteht, Licht eine Geschwindigkeit hat, scheint auszureichen. Sollten menschliche Brutstätten nicht zur Verfügung stehen, werden die Wellenpakete in anderen Organismen oder Objekten reifen, anschließend absterben und einen Schaden durch Strahlung auf der makroskopischen Skala hinterlassen. Die Wellenpakete verfaulen mit der Zeit und wurden niemals weiter als im Umkreis von ungefähr 400 Metern von SCP-074 entdeckt.
die Anzahl der erfolgreich ausgebrüteten und geschlüpften Eier als SCP-0741 hängt vom ultravioletten Licht ab, dem der Wirt ausgesetzt war. Wenn ein Wirt ungefähr 30 Minuten lang pro Tag einen ganzen Monat lang ungefiltertem Sonnenlicht ausgesetzt ist, wächst SCP-0741 von 2 Milligramm auf 8 Kilogramm. Als sein Wirt allerdings einen Monat lang vom natürlichen Licht isoliert wurde, erreichten drei gleichzeitig eingesetzte Instanzen von SCP-0741 nur eine Größe von 600 Gramm, 680 Gramm und 710 Gramm. Den vollständigen Entwicklungsverlauf und den Lebenszyklus von SCP-0741, unter anderem auch, wie sie aus dem Wirt schlüpfen und ihre vollständige Genese, sind bisher nicht bekannt. Gegenstandsnummer SCP-075. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-075 wird in einem 1x1x1 Meter Stufe 4 korrosionsbeständigen Container gehalten, der sich in einer gesicherten Kammer mit gleicher Korrosionsbeständigkeit befinden muss. Die absolute Feuchtigkeit der Kammer darf zu keiner Zeit mehr als 1% betragen. Trocknungsmittel von medizinischer Qualität muss jederzeit verfügbar sein, um diesen Grad an Feuchtigkeit zu halten. Wenn die Luftfeuchtigkeit in der Kammer von SCP-075 je 1% übersteigt, müssen alle Mitarbeiter sofort evakuiert und der Standort gesperrt werden, bis die Feuchtigkeit auf ein akzeptables Niveau reduziert wurde. Alle Personen, die SCP-075s Eindämmungskammer betreten wollen, müssen einen Stufe 4 Schutz MOPP tragen. Injektionstests sowie jeder andere Test, der eine wässrige Lösung umfasst, sind streng verboten. Wenn eine solche Lösung in Kontakt mit SCP-075 kommt, wird der Bereich unmittelbar gesperrt und mit Trockenmittel geflutet, bis die Feuchtigkeit wieder auf ein akzeptables Niveau gebracht wurde. Evakuierung von verbleibendem Personal in diesem Bereich ist verboten. Beschreibung: SCP-075 gleicht einer großen Schnecke mit einer Länge von 20 cm, einer Breite von 13 cm und einer Höhe von 15 cm mit einem Muskelfuß, der einer sechsfingerigen Klauenhand ähnelt. SCP-075 ist mit einer Masse von etwa 860 Kilogramm außerordentlich schwer, was noch nicht erklärbar ist. Austrocknung ist das einzige bekannte Mittel, um SCP-075 einzudämmen, da es beginnt, in einen Ruhestand einzutreten, sobald es fast vollständig trockengelegt wurde. Wenn nicht vertrocknet, bewegt sich SCP-075 in einer unglaublichen Geschwindigkeit für seine Größe und Masse. Es nimmt das Verhalten eines Raubtieres an, springt auf seine Beute und durchnässt sie mit einer stark ätzenden Basislösung, die aus Poren an seinem Fuß ausgeschieden werden. Diese Sekrete sind korrosiver als jede der weltlichen Wissenschaften bekannte Substanz. Aufgrund von SCP-075s aggressivem Verhalten, wenn es aktiv ist, kann diese Verbindung nicht geerntet werden. Es wurde kein Material gefunden, das völlig resistent gegen diese Korrosionskraft ist. Nachtrag 075F. Versuche, die Sekrete von SCP-075 zu ernten, müssen von allen Stufe 4 Mitarbeitern vor Ort zugelassen und überwacht werden. Jedoch kann die Genehmigung des besagten Personals sich nicht über den Dauerauftrag hinwegsetzen. SCP-075 keiner flüssigen Lösung, einschließlich seiner eigenen Sekrete, auszusetzen. Nachtrag 075G. Ein Becher von SCP-075-Sekreten wurde erfolgreich unter Verwendung von SCP-294 geerntet. Tests sind im Gange, um Substanzen zu bestimmen, welche, falls vorhanden, gegen seine Korrosion immun sind.
Außerdem sind Tests im Gange, um zu bestimmen, warum die durch SCP-294 zur Verfügung gestellten Becher vor den Effekten der Substanzen geschützt sind. Ich muss zu Protokoll geben, dass ich ernsthafte Einwände gegen die vorgeschlagenen Revisionen der speziellen Eindämmungsprozeduren in SCP-076s Akte habe. Ich weiß, dass selbst das hier zu schreiben ein großes Sicherheitsrisiko ist, aber du und ich wissen, dass das nur da ist, damit die da oben ihren größten und peinlichsten Fehler überhaupt verstecken können. Omega-7 passierte. Es existierte. Diese Leute sind gestorben, weil du es versaut hast und du kannst das nicht ändern, egal wie sehr du versuchst, es zu verstecken. Um Gottes Willen, Mann, diese Leute, die ihn bewachen, haben das Recht zu erfahren, was genau er ist und was er getan hat. Was wir getan haben. Was wir versaut haben. Dann werden sie es besser verstehen. Gegenstandsnummer SCP-076. Objektklasse Keta. Spezieller Haltungsprozess. Isolationsbereich 25B liegt 200 Meter unter dem Meeresspiegel in einem Tunnel aus solidem Grundgestein und einem erdbebenstabilen Areal. Der Zugriff zum Sicherheitsbereich ist einzig durch einen Liftschacht möglich, der alle 50 Meter durch eine verstärkte, explosionsgeschützte Tür getrennt ist, konstruiert aus einem 20 cm dicken Titaniumschutz. Der Aufzug sollte mit Meerwasser geflutet sein, wenn er nicht in Gebrauch ist. Eindämmungsareal 25b muss mit folgenden Bestandteilen aufgebaut werden: einem äußeren Sicherheitsbereich gegen Eindringlinge von außen, besetzt von Sicherheitspersonal, das in Nahkampf- und Einbruchstrategien trainiert wurde. Einem Verwaltungs- und Unterstützungsareal ASA, bestehend aus einer Unterstützungsanlage und Wohnbereichen für das hauseigene Personal. Einen primären Eindämmungsbereich PCZ, bestehend aus einem 7 Meter Würfel, ummantelt mit 1,5 Meter reinen Titanium. PCZ ist so gebaut, dass es, wenn es gebraucht wird, geflutet oder geleert werden kann und sollte mit Meerwasser gefüllt bleiben, außer der Zugang zu dem Inhalt ist erforderlich. Einem 150 Meter langen Tötungskorridor, der nur vom PCZ, von dem ASA betretbar ist. Dazu gehören Wasser, Strom, Abfluss und Lüftungsleitung. Die Wände und der Boden des Korridors müssen ähnlich verstärkt werden wie PCZ, mit einem zusätzlichen elektrischen Abschreckungssystem, das in der Lage ist, einen 20.000 Volt Schock freizusetzen. Die Sicherheitsstation am Eingang des Tötungskorridors muss zu jeder Zeit mit mindestens 3 bewaffneten Sicherheitseinheiten besetzt werden. Ausrüstung muss enthalten sein, ist aber nicht beschränkt. Mindestens ein CIW-System montiert auf einem Drehbolzen mit einer klaren Sicht auf den Korridor und Plexiglasbildschirm, um den Arbeiter vor fliegenden Waffen zu schützen. Im Fall eines totalen Bruchs müssen alle Einheiten vor Ort sofort zu einer nahen Sicherheitsstation für Waffen- und Rüstungsverteilung gehen. Das Personal wird auf Alarmzustand 1 bleiben, bis SCP-076 vollständig neutralisiert ist. Sollten nach der Erklärung eines totalen Bruchs 90 Minuten vergehen, ohne dass ein Befehl von Level 4 oder höherem Personal erteilt wurde, werden die finalen Ersatzmaßnahmen eingeleitet, die Flutung der ganzen Einrichtung in Meerwasser und die Abschottung des Zugangsschachts für mindestens 24 Stunden. Das wird, wenn es nötig ist, in dem Tod von allen örtlichen Mitarbeitern resultieren. Beschreibung: SCP-076 besteht aus 2 Einzelteilen, einem Steinwürfel, SCP-0761, und einem menschlichen Wesen im Inneren des Würfels, SCP-0762. SCP-0761 ist ein 3 Meter großer Würfel aus schwarz geflecktem, metamorphen Gestein.
Alle Flächen außerhalb und innerhalb von SCP-0761 sind bedeckt von tief eingravierten Ornamenten, die mit keiner bekannten Zivilisation übereinstimmen. Analysen zeigen, dass das Objekt annähernd 10.000 Jahre alt ist. Eine Tür wurde an einer Seite gefunden, abgeschlossen mit einem 0,5 Meter breiten Schloss, umgeben von 20 kleineren Schlössern in einem kreisförmigen Muster. Bis jetzt wurde keiner der Schlüssel gefunden, sodass es unmöglich ist, die Tür zu öffnen, sobald sie einmal geschlossen ist. Die innere Temperatur beträgt in etwa 93 Grad Kelvin und kann mit keinem Mittel verändert werden, egal ob innerlich oder äußerlich. Direkt in dem Zentrum des Raumes ist ein 2,13 Meter großer Steinsarg, der von etlichen Ketten aus unbekannter Herstellung und unbekanntem Material an seinem Platz und verschlossen gehalten wird, die an den inneren Ecken von SCP-0761 befestigt sind. SCP-0762 ist einem dünnen, semitischen Mann in seinen späten 20ern ähnlich. Sein Haar ist schwarz und seine Augen sind grau. Seine Haut ist olivfarben. Das Subjekt ist 1,96 Meter groß und wiegt 81,65 Kilogramm. Zahlreiche Tattoos, die geheimnisvolle und okkulte Ikonografien darstellen, sind auf dem ganzen Körper dargestellt. Meist in der Form von grinsenden, dämonischen Gesichtern. Und reichen von fast unmerklich zu sehr auffällig. Das Subjekt ist, wenn es in SCP-0761 eingeschlossen ist, technisch tot. Wie auch immer, bisweilen wird SCP-0762 erwachen, gewissermaßen wiederbelebt, mit allen lebensnotwendigen Prozessen, die gebraucht werden, um ein menschliches Leben fortzusetzen. Das Subjekt wird dann versuchen, SCP-0761 zu verlassen. Wenn es erfolgreich ist, wird das Subjekt einen Trancezustand erreichen und den nächsten Menschen aufsuchen. In diesem Prozess ignoriert es alle anderen Lebewesen. Bei dem Kontakt mit lebenden Menschen wird SCP-0762 einen Wutzustand erreichen, wobei es versucht, alle Menschen, denen es begegnet, zu verletzen und zu töten. Bisher erwies sich nur der Tod des Subjektes wirksam gegen diese Amokläufe. Die Tötung von SCP-0762 ist oftmals problematisch, aufgrund seiner erheblichen physischen Fähigkeiten. Das Subjekt hat übermenschliche Kraft und Schnelligkeit und, obwohl es nicht unverwundbar ist, hat es eine erstaunliche Begabung in dem Ignorieren von Schmerz und Schock gezeigt, angepasst an dem, was das Schwächen von Wunden bei normalen Menschen wäre. Frühere Begegnungen haben gezeigt, dass SCP-07602 unter anderem die Fähigkeit hat, über den Verlauf von 4 Minuten andauernden Attacken durch eine verstärkte Stahlsicherheitstür zu schneiden, in 3 Sekunden über 64 Meter Distanz zu bewältigen, mehrere Kaliber 50 BMG-Schüsse in den Kopf zu bekommen und dann einige Minuten zu überleben, um weiter zu töten, trotz der schweren Schäden im Kleinhirn, Pistolen und Sturmgewehrkugeln in der Luft zu zerdrücken, über 1 Stunde den Entzug von Sauerstoff zu überleben, bevor er schließlich erstickte. SCP-0762s ungewöhnlichste Fähigkeit ist allerdings seine Fähigkeit, Klingenwaffen scheinbar aus dem Nichts zu materialisieren. Zeitlupenvideomaterial zeigt, dass die besagten Klingen eigentlich durch ein als kleines Loch im Weltraum beschriebenes, dimensionales Loch gezeigt werden. Wohin dieses Portal führt, ist unbekannt, genauso wie SCP-0762 diese Löcher erzeugt. Filmmaterial zeigt, dass die Klingen aus einem vollkommen nicht reflektierenden Material sind, das wie ein schwarzes Loch im Universum wirkt. Da die Klingen schnell verschwinden, wenn sie den Besitz des Subjekts verlassen, sind im Moment keine Strukturanalysen möglich. SCP-0762 wurde mehrere Male erfolgreich in verschiedenen Weisen getötet. Andauerndes Feuer von mehreren schwerkalibrigen Maschinengewehren, Erstickung,
zerdrückt unter einem 13,6 Tonnen schweren Teil von einem Hebegerät zur Verwendung bei SCP-0761, Verbrennung durch den Gebrauch einer Thermite-TH3-Granate, direkt platziert in SCP-0761 geöffneter Brusthöhle, und während dem schlimmsten Bruch bis heute wurde Eindämmungsareal 25, das vorher SCP-076 beherbergte, gezwungen, den örtlichen Sprengkörper zu detonieren, als letzter Versuch, SCP-0762 einzugrenzen, als es versuchte zu fliehen, resultierend in einer totalen Zerstörung der Anlage und dem Tod aller örtlichen Mitarbeiter. SCP-0762 überlebte. Nach dem Tod werden SCP-0762s Überreste schnell verwesen, bis nur noch Asche vorhanden ist. SCP-0761 und der Sarg werden sich dann mit einer großen Kraft schließen und das Schloss wird sich drehen, um es verschlossen zu halten. SCP-0762 wird sich dann im Inneren des Sarges wiederherstellen, ein Prozess, der von 6 Stunden bis zu 25 Jahren dauern kann. Analysen von SCP-0762 nach seinem Tod zeigen, dass es einen inneren Aufbau hat, der sich sehr von unserem unterscheidet, dokumentiert in Daten gelöscht. SCP-076 wurde 1800 in der Mongolei von Archäologen aus England gefunden. Alle Mitglieder der Expedition wurden nachher auf ihrer Schiffsreise nach Hause getötet. SCP-076 wurde erneut entdeckt von dem Schiff von der Organisation, einer der Organisationen, die sich später mit der modernen globalen Okkultvereinigung vereinigt hat, und wurde zur Ausstellung in ihr inneres Heiligtum gestellt. SCP-076 blieb für Jahre im Lager, bis SCP-0762 aktiv wurde und am flüchtete. Die Gründe für SCP-076 Aktivierung sind bis jetzt nicht bekannt, aber es war zu dem Zeitpunkt, als die Schlüssel zu der äußeren Ummantelung verloren gegangen waren. Eine massive Menschenjagd, die über 3 Jahre anhielt und fand statt, bis SCP-0762 von unfähig gemacht, getötet und zurück in SCP-0761 gebracht wurde. Von da an wurde es aufgespürt und überwacht von den Agenten der SCP Foundation. Das Subjekt war für 3 weitere Jahre in Verwahrung, dies unter andauernder Bewachung, und wurde immer getötet, wenn es aktiv wurde, obwohl es gelegentlich für eine kurze Zeitspanne in der Lage war zu entkommen, oft bedingt durch Sicherheitslücken, verursacht durch Attacken von anderen Organisationen. Die Zahl der Todesopfer der Foundation lag dadurch bedingt bei Daten gelöscht. Daten gelöscht. Daten gelöscht. Nach dem letzten Vorfall wurden die derzeitigen Maßnahmen SCP-076 betreffend vollendet, auch wenn sie regelmäßig mit der Steigerung des technologischen Standards aufgerüstet werden. Anhang 0762 Mobile Task Force Omega 7 Ereignisprotokoll. Nur zu Händen Befugter. Sämtliche Informationen über Project Able und die Mobile Task Force Omega 7, Büchse der Pandora, sind auf Befehl des O5-Referates der Geheimhaltungsstufe Q zugeordnet. Wenn Sie fortfahren, dann bestätigen Sie, dass Sie die nötige Sicherheitsfreigabe besitzen, um diese Daten einsehen zu dürfen, und dass Sie die Freigabe von einer zuständigen Stufe 4 oder höherer Autorität erhalten haben. Fortfahren. Mobile Task Force Omega 7 Ereignisprotokoll. Von Direktor Aufzeichnungs- und Informationssicherheit Administration zu Level 4 Administratoren. Betreff Razer Aktualisierung vom Sicherheitsprotokoll bezüglich zusätzliche Informationen bezüglich SCP-076. Aktenname
Nachtrag 0761. Project Able und Mobile Task Force Omega 7. Vorherige Klassifizierung O5. Neue Klassifizierung Level 3 muss die Grundlagen kennen. Wirkungsdatum. Psychologisches Profil von Subjekt SCP-0762. SCP-0762 besitzt entweder Verstand, der anders als unserer aufgebaut ist, oder ist komplett verrückt, mit kleinem Einfühlungsvermögen oder Konzepten, die wir nur gewissermaßen verstehen würden. Konzepte wie Sex, Liebe und Gleichheit sind vollkommen fremde Vorstellungen für SCP-0762, zumindest im Vergleich zu seinem Weg, es zu zeigen. Das Subjekt hat gezeigt, dass es vollkommen desinteressiert in Bezug auf Sex ist. Es unterscheidet kaum zwischen Geschlechtern, bis auf eine Form der visuellen Identifikation. Ebenfalls zeigt Schmerz zu verursachen, egal ob emotional oder physisch, ihm keinen Reiz zu bieten, während es zugegeben hat, den Prozess des Tötens zu genießen. Kurz gesagt, ein perfekter Soziopath. Intelligenztests mit SCP-0762 waren sehr erfolglos und kein genaues Ergebnis wurde bis jetzt erreicht. Dies liegt eventuell an der vermuteten Alien-Herkunft des Subjekts. SCP-0762 hat jedoch gezeigt, dass es ein großes Wissen über den menschlichen Körper, auch wenn es meist in einem sehr gewalttätigen Zusammenhang erfolgte, Militärstrategien im offenen Feld, Metallurgie und, was ziemlich seltsam ist, die Pflege von Vieh besitzt. Das Subjekt beherrscht mehrere Sprachen, Englisch eingeschlossen. Besonders beachtlich ist aber sein Wissen über etliche Akzente von antikem Sumerisch, welches seine bevorzugte Sprache zu sein scheint. SCP-0762 empfindet nichts als Verachtung für Menschen, mit einer Ausnahme. Es scheint einen gewissen Respekt vor denen zu zeigen, die es als seinen Vorgesetzten anerkennt. Dies wurde entdeckt, als Agent ein Agent, der vorher viel Erfahrung mit SCP-0762 gesammelt hatte, nicht erschien, als es einst ausgebrochen war. Das Subjekt schien unglücklich zu sein und fragte zahlreiche Mitarbeiter, wo Agent sich versteckte. Als er schlussendlich erfuhr, was Agent widerfahren war, er wurde als Kollateralschaden bei einem Luftangriff getötet, um den Angriff gegen SCP fortzuführen, stoppte SCP-076 seinen Amoklauf und erlaubte seine Eskortierung und Bändigung. Das Subjekt wurde über seine plötzliche Veränderung in seinem Verhaltensmuster befragt. Protokollbeginn. Wieso interessiert dich der Tod von so? You sell me tutti, Kalubal tutti. Wieso stört dich sein Tod? Du hast vorher viele Menschen getötet. Warum anders. Ist er so... Weil er anders als du am Nakruoroko eine wirkliche Herausforderung war. Ein wirklicher Feind. Warum sollte das gut für dich sein? Jedes Mal, wenn du aufgewacht bist, hast du versucht zu entkommen. Er war mehrere Male für deine Festnahme verantwortlich. Du musst froh sein, dass er tot ist. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Wusstest du, dass er es über mal geschafft hat, mir in den Kopf zu schießen? So ein Mann verdient es, in einem Kampf zu sterben, seinem Gegner so nah, dass er seinen Atem spüren kann. Nicht in einer Lexikabu Zerstörung angeordnet von feigen Königen und Prinzen, die sicher in ihrem Palast sind. Der Rest von euch, ihr stoßt mich ab. Ich habe nicht mal den Drang, euch niederzuschlagen. Protokoll Ende. Dies weist auf einen möglichen psychologischen Zugang zu SCP-0762s Verstand und mögliche Kontrollmechanismen hin.
Durch den hohen Ressourcenverbrauch, den SCP-0762 durch seine ständigen Fluchtversuche verursacht, und in Anbetracht des Verlangens, dem Bow-Ausschuss, SCP-Objekte für taktische Zwecke zu Waffen zu machen, empfehle ich, dass wir den Verlauf dieser Aktion so schnell wie möglich verfolgen. Dr. Von Dr. zu Dr. Project Omega 7. Betreff. Er sagte ja. Projektantrag. Mobile Task Force Omega 7. Die Büchse der Pandora. Einsatzauftrag. Unterstützung von SCP-0762 im Feldeinsatz in taktischen Situationen mit hohem Risiko. Taskforce-Organisation. Taskforce-Spezialposten Able, Taskforce-Anführer 10 bis 20 Feldagenten, eingeteilt in 5 Gruppen mit 3 bis 5 Personen. Mitglieder des Teams sind Elite-Feldagenten, die von Subjekt Able selbst ausgewählt wurden, um die ruhige Beziehung zwischen dem Artefakt und den irdischen Elementen der Taskforce aufrechtzuerhalten. Sicherheitsprotokoll. SCP-0762, Able, muss einen Apparat an seinem Nacken tragen, der, wenn er ausgelöst oder unbefugt beeinflusst wird, SCP-0762 eliminieren wird, indem das Rückenmark, die Luftröhre und sämtliche Hauptvenen in dem Nacken komplett zerstört werden. Ebenfalls wurde ein Ortungsschip an SCP-0762 angebracht. Es muss vom Töten, es sei denn, es wird befohlen, und vom Schaden der Organisation abgehalten werden. Bewaffnung und Ausrüstung. Teammitglieder sind in Übereinstimmung mit dem MTF-Lehrsatz auszurüsten. Da Subjekt Able keinen Hang zu der Nutzung von Schusswaffen zeigte, oder genauer, ihren Nutzen oder taktische Auswirkung nicht zu verstehen, wird es mit ein oder mehr geschärften Nahkampfwaffen seiner Wahl ausgerüstet. Anhang. Um Gottes Willen! Gib diesen Leuten was zu tun! Able wird langweilig und fängt an, mit seinem Team Gefechtsübungen durchzuführen. Sie bekommen Kugeln, er bekommt Trainingswaffen. Hast du jemals gesehen, wie jemand den Arm eines Mannes mit einem Nerfschwert bricht? Er wird nicht aufhören, bis jemand stirbt. Dr. Bericht von Dr. Project Omega 7. In Hinsicht auf SCP-0762s geübter Benutzung haben Forscher ihn gefragt, mehrere Dokumente zu übersetzen. Auch wenn es erst mit Desinteresse geantwortet hat, hat es einige Dokumente übersetzt, die es seiner Aufmerksamkeit würdig empfand. Die meisten ausgewählten Dokumente von SCP-0762 nahmen Bezug auf Kriege oder legendäre Helden. Einer seiner Favoriten im Besonderen ist das Epos von Gilgamesch. Wie auch immer, einer der Forscher zeigte ihm das Symbol von SCP-073. Bei diesem Anblick wurde SCP-0762 sehr aufgebracht und tötete mehrere Forscher, bevor sein Notausschalter aktiviert werden konnte. Als er erholt war und befragt wurde, antwortete SCP-07602 aggressiv und die Befragung wurde sofort beendet. Es wird empfohlen, dass alles SCP-073 betreffend nie in SCP-0762s Augenmerk gebracht wird und die beiden nie in der gleichen Einrichtung sind. Anhang 07607. Kürzlich ist SCP-105 in die Mobile Task Force Omega 7 akzeptiert worden, da sie SCP-0762 in einem Wettbewerb besiegt hatte, um zu ermitteln, wer von ihnen mehr Apparate aktivieren konnte, die alle über eine Meile voneinander und dem Startpunkt entfernt waren. SCP-105 war in der Lage, entscheidend mehr Punkte als SCP-0672 zu erzielen, indem sie ihre angeborenen Fähigkeiten zu ihrem Vorteil nutzte. SCP-0762 gab die Niederlage zu und erlaubte ihr, der Gruppe beizutreten. Anhang 07609. Die vorgeschlagene Vorstellung von SCP-0762 zu SCP-682 wird auf unbestimmte Zeit verzögert. Die mit Sicherheitsfreigabe Level 4 oder höher können Zugang zur Eventualität 0762-3 anfordern. Anhang
07623. Nachfrage der Bow-Kommission ist die Mobile Task Force Omega 7 in der Region von eingesetzt worden gegen Daten gelöscht. Von Dr. an Dr. Project Omega 7. Betreff: Tu es nicht. Um Gottes Willen, tu es nicht. Es ist schlimm genug, dass sie auch versuchen, Iris zu einer Waffe zu machen. Lass das Militär uns nicht in ihre schmutzige Arbeit gegen einige Sandfarmer in reinziehen. Von General Bow an Dr. Project Omega 7. Betreff: Ein gut gemachter Job. Exzellente Arbeit, Doktor. Die Mission ist genauso verlaufen, wie wir es erwartet haben. Wir werden Sie wieder anrufen, wenn wir Ihre Hilfe brauchen. General Bau. Von Dr. an Dr. Project Omega 7. Betreff: Ich hoffe, du bist verdammt nochmal stolz auf dich, Wichser. Weil du noch ein größeres Arschloch als dieser Typ bist. Von Dr. Project Omega 7 an Omega 7 Team. Betreff: Neuzuordnung. Von diesem Moment an wurde Dr. SCP-682 als Level 1 Personal zugewiesen. Daten gelöscht. Von Dr. Project Omega 7 an General Bow. Betreff: Probleme. Daten gelöscht. Trotz unserer besten Bemühungen ist Subjekt Abel schwer zu kontrollieren. Alle unsere Versuche, ihn beschäftigt zu halten, waren mehr oder weniger erfolglos. Das Problem ist, dass er eine perfekte Tötungsmaschine ist und das ist alles, was er tun will. Es scheint genau das zu sein, was wir wollten, aber das Problem ist, wir können ihn nicht abschalten. Daten gelöscht. Ich habe bald keine Missionen mehr, die ich ihm geben kann und die ich übrig habe, beschäftigen ihn mental nicht. Er fängt an, auf die anderen Teammitglieder einzuschlagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis etwas schief geht. Ich bitte um Erlaubnis, das Projekt abzubrechen und Abel zu neutralisieren, bis wir ihm etwas zu tun geben können. Von General Bow an Dr. Project Omega 7. Betreff: Probleme. Inakzeptabel. Subjekt Abel zu diesem Zeitpunkt zu neutralisieren, wird zu einer inakzeptablen Verzögerung führen. Wir haben in ein paar Wochen eine andere Mission. Du musst ihn bis dahin nur beschäftigen. Schick ihn in den Urlaub oder so. Von Dr. Project Omega 7 an jedes Personal. Betreff: Alarm. Dies ist ein automatischer Alarm. SCP-0762 hat seinen ausfallsicheren Explosionshalsband deaktiviert und ist außer Kontrolle geraten. Jedes Personal auf höchster Alarmstufe. Weitere Aufforderungen, wenn die Umstände es erfordern. Von Automatisches Verteidigungssystem, Eindämmungsareal 25. An jedes Personal. Betreff: Finale Option gestartet. Dies ist eine automatische Nachricht. Nicht antworten. Hat Eindämmungsareal 25 seinen hauseigenen Nuklearsprengkopf auf einen 10-Minuten-Countdown eingestellt. Von O5-Kommando an alle Anlagen. Betreff: Eindämmungsareal 25, finale Option. Antwort. Wurde Eindämmungsareal 25 bei der Sprengung seiner hauseigenen Nuklearsprengköpfe zerstört. Anlagen 67 und 68 müssen das FEMA-Protokoll aktivieren und den Ort so früh wie möglich sichern. Die offizielle Geschichte wird von Reiser veröffentlicht, sobald sie entworfen wurde. Verbessertes psychologisches Profil von Subjekt SCP-0762. SCP-0762 besitzt entweder Verstand, der anders als unserer aufgebaut ist, oder ist komplett verrückt, mit kleinem Einfühlungsvermögen oder Konzepten, die wir nur gewissermaßen verstehen können. Konzepte wie Sex, Liebe und Gleichheit sind vollkommen fremde Vorstellungen für SCP-0762,
zumindest im Vergleich zu seinem Weg, es zu zeigen. Das Subjekt hat gezeigt, dass er vollkommen desinteressiert in Bezug auf Sex ist. Er unterscheidet kaum zwischen Geschlechtern, bis auf eine Form der visuellen Identifikation. Ebenfalls zeigt Schmerz zu verursachen, egal ob emotional oder physisch, ihm keinen Reiz zu bieten, während er zugegeben hat, den Prozess des Tötens zu genießen. Kurz gesagt, ein perfekter Soziopath. Intelligenztests mit SCP-076 waren sehr erfolglos und kein genaues Ergebnis wurde bis jetzt erreicht. Dies ergibt sich aus dem Fakt, dass keine Kommunikation mit dem Subjekt in seinem Wutzustand möglich ist. Das Subjekt scheint mehrere Sprachen, Englisch eingeschlossen, beherrschen zu können. Insbesondere beachtlich ist aber sein Wissen über etliche Akzente von antikem Sumerisch, welches seine bevorzugte Sprache zu sein scheint. SCP-076 empfindet nichts als Verachtung für Menschen und wird sie bei Sichtkontakt töten. Keine Kommunikation soll mit dem Subjekt unternommen werden. Gegenstandsnummer SCP-077. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-077 muss im Forschungssektor 861 auf einem 0,5 Meter hohen Podest aus Stahl in einer 3x3x3 Meter großen Kammer mit 0,5 Meter dicken, verstärkten Stahlwänden isoliert werden. Die verstärkte Stahlklappe zur Kammer muss dem AH-37-Protokoll entsprechen und hat permanent mit zwei Stufe 1-Mitarbeitern bewacht zu werden. Ein Galgenmikrofon, das mit einem Spracherkennungssystem verbunden ist, soll sicherstellen, dass alle Aussprachen in den Standards liegen. Eine Kamera muss in der Kammer installiert sein, um sämtliche Änderungen aufzuzeichnen. Alle 8 Stunden müssen mindestens 2, aber vorzugsweise 3 ausgebildete Klasse D-Mitarbeiter die Kammer betreten und laut und deutlich im Gleichklang die Runen, die in SCP-077 geätzt sind, vorlesen. Das Vorlesen muss von Personen geschehen, die die Bedeutung der gelesenen Runen vollkommen verstehen, die fähig sind, die gesamte Inschrift richtig auszusprechen und die nicht weiter als 30 cm von SCP-077 entfernt sind. Alles Personal muss an einem einwöchigen Training zur Aussprache, Lese und den Dialektnachhilfe mit Linguisten der Foundation teilnehmen. Es müssen immer mindestens 20 Klasse D-Mitarbeiter ausgebildet oder im Training sein. Fertig ausgebildetes Personal ist von der Terminierung ausgeschlossen, bis es ersetzt wird. Linguisten der Foundation müssen für den Fall eines unerwarteten Runenwechsels in Bereitschaft gehalten werden. Jede neue Zusammenstellung der Runen muss so schnell wie möglich in phonetischem Deutsch abgeschrieben und mit literalen und idiomatischen Übersetzungen versehen werden. Siehe Dokument 077 bis für alle bisherigen Übersetzungen. Das Menü der Cafeteria von Forschungssektor 861 darf keine Kartoffeln oder auf Kartoffeln basierte Zutaten enthalten. Beschreibung. SCP-077 scheint die obere Hälfte eines menschlichen Schädels in den Runen, die alle mit einem unidentifizierten Wachs ausgefüllt sind, graviert worden zu sein. Die Runen wechseln in jedem lunaren Monat, definiert durch den Vollmond, der über dem Horizont von Irland aufgeht, sowie an jeder Winter- und Sommersonnenwende, der Frühjahres- und Herbsttag- und Nachtgleiche, und bei jeder Sonnenfinsternis, die von Irland aus zu beobachten ist. Wenn die Gravuren nicht wenigstens einmal alle 24 Stunden gelesen werden,
stoßen die Augenhöhlen und Nasenhöhle SCP-0771 aus. SCP-0771 ist ein lumineszierender grüner Dampf, dessen genaue Art nicht bekannt ist. Es ist anzumerken, dass, auch wenn sich SCP-0771 wie ein normales Gas verhält, sein Wirkungsbereich jedoch nur innerhalb des Blickfeldes von SCP-077 liegt und nicht in den Bereich hinter SCP-077 fließt, es sei denn, es ist etwas im Weg. Undurchsichtige, undurchdringliche Barrieren, die kein organisches Material enthalten, können vorübergehend Schutz vor SCP-0771 bieten, wobei Versuche, SCP-077 in undurchsichtigen Behältern zu isolieren, fehlgeschlagen sind. Da die Produktion des Artefaktes ausreichende Mengen von SCP-0771 hervorbringt, um diese Behälter explosionsartig zerbrechen zu lassen. Alle organischen Materialien, mit Ausnahme natürlich von SCP-077 selbst, die mit SCP-0771 in Kontakt kommen, zerfließen sofort in einem dickflüssigen, übelriechenden Schlick. Der Schlick wurde als verrottetes Fleisch von Kartoffelknollen Solanum tuberosum identifiziert, die stark mit Kartoffelfäule Phytophthora infestans infiziert sind. Ein Kubikzentimeter von SCP-0771 transformiert mehr als 800 Gramm von organischem Material. Das Lesen der Gravuren auf SCP-077 hat flüchtige, aber spürbare Einflüsse auf die Gesundheit des Lesers. Diese Einflüsse beinhalten Übelkeit, Krämpfe, Kopfschmerz, Schwindel, Inkontinenz, Fieber, Hautausschläge, Nasenbluten und Fugeistatis. Die Einflüsse verstärken sich mit der Zeit, die zwischen den Lesungen vergehen und können kumulativ für jene werden, die zu viele Male hintereinander oder zu regelmäßig die Runen lesen. Leser haben eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit, eine Allergie gegen Kartoffeln zu entwickeln. Anhang 07701. Das Artefakt wurde von in dem Dorf Daten gelöscht, in Irland geborgen. Einwohner bauten einen Schrein um das Artefakt, wo mehr als Daten gelöscht Teilnehmer ein nächtliches Ritual abhielten. Lückenhafte historische Dokumente aus den Restposten der Dorfkirche, siehe Archiv 077-1576 und aus der Bibliothek, siehe Archiv 077-1582, zeigten, dass das Artefakt bereits 1848 und existierte, wo es zu dem Zeitpunkt mit höchst positiven Konditionen inklusive Beschützer und Daten gelöscht beschrieben wurde. Um 1869 jedenfalls waren die Bezugnahmen Artefakts angsterfüllt, aufgebracht und in Euphemismen formuliert. Gegenstandsnummer SCP-078. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-078 muss an der Wand seiner Eindämmungszelle hängen gelassen werden und physisch ausgesteckt sein. Die einzige Steckdose in dem Raum soll durch einen Schalter kontrolliert werden, der jederzeit in der Ausposition sein soll, außer SCP-078 unterzieht sich Tests. Personal, das den Eindämmungsraum betritt, muss sich selbst mit der Position des Schalters vertraut machen, damit sie es mit geschlossenen Augen lokalisieren können, im Falle, dass SCP-078 aus Versehen eingeschaltet wird. Beschreibung. SCP-078 ist ein pinkfarbenes Neonschild, circa 1,5 Meter lang, das den Satz Too late to die young, zu Deutsch
zu spät, um jung zu sterben, zeigt. Es wurde anfänglich in einem Vorort von sichergestellt, nachdem die Standard Foundation Datengewinnungsprotokolle eine abnormal hohe Todesrate durch Verhungern oder andere Formen von Selbstvernachlässigung verzeichnet hat. Während es ausgeschaltet ist, hat SCP-078 keine abnormalen Eigenschaften und kann ohne Effekte überwacht werden. Wird SCP-078 für weniger als 10 Sekunden beobachtet, während es angeschaltet ist, hat es keinen Effekt. So verhält es sich auch bei indirekter Beobachtung. Subjekte, die SCP-078 nicht verstehen können, durch das Fehlen von der Fähigkeit, geschriebenes Englisch zu verstehen, sind auch nicht von Effekten betroffen. Jedoch wird jedes Subjekt, das SCP-078 länger als 10 Sekunden anschaut, anschließend, wenn man ihm ein handgeschriebenes Schriftstück zeigt, zusätzliche Sätze wahrnehmen. Diese Sätze sind nicht in dem Stil des Subjekts oder in dem es umgebenden Textes geschrieben, aber beruhen auf einem zufälligen Stil, der sich von Notiz zu Notiz unterscheidet. Siehe Anhang 07801 und sind immer so formuliert, als ob sie die Schuld des Subjekts an einer Sache oder das Gefühl der Schuld lindern. Zum Beispiel las ein D-Klasse-Personal, das überführt worden war, nachdem es seine Frau in einem hitzigen Streit ermordet hatte, den Satz: „Sie verdiente es, weil sie nicht das tat, was du sagtest“, in seinem handgeschriebenen Tagebuch, während Dr. B., der seine Familie verlassen hatte, um bei der Foundation zu arbeiten und versehentlich bloßgestellt wurde, den Satz: „Deine Arbeit wird die Menschheit retten“, in seinen Notizen zur SCP fand. Als erstes ist der Effekt wohltuend, da beeinflusste Subjekte von größerem Frieden des Geistes berichteten, nachdem sie SCP-078 ausgesetzt waren. Aber die Sätze änderten sich dahingehend, anstatt die positiven Auswirkungen der Handlung aufzuzeigen, zeigten sie in einem Zeitraum von einer Woche die negativen auf. Dr. fand 2 Tage später den Satz: „Sie haben dich sowieso nie geliebt“, in seinem persönlichen Tagebuch. Mehr noch, das Geschriebene wird damit beginnen, Rechtfertigung für Handlungen zu geben, für die sich das Subjekt nie schuldig gefühlt hat oder die das Subjekt schon rationalisiert hat. Das Subjekt wird damit beginnen, seine Rechtfertigung für die Handlung nochmal zu überdenken, sowie versuchen, weitere Handlungen, die sie tätigen, zu rechtfertigen. Das Gebrauchen von Rationalisierung steigt zunehmend mit der Zeit und sie werden irgendwann damit beginnen, ihren Denkprozess auszusprechen, und am Ende der Woche wird jeder Schritt, den das Subjekt tätigt, mehr trivial als die Grundlagen des Überlebens. Ein Anfall von Neurose wird ausgelöst, wenn das Subjekt zu rationalisieren beginnt, warum es nicht stattdessen anders gehandelt hat. Am Ende der 2. Woche ist es dem Subjekt unmöglich geworden, Nahrung aufzunehmen. Nach dem 1. Bissen werden sie den Rest des Tages damit verbringen, zu rechtfertigen, warum sie gerade diesen spezifischen Teil des Essens als erstes gegessen haben. Tod durch Unterernährung folgt, außer man ernährt das Subjekt intravenös. Des D-Klasse-Personals haben dieses Stadium bereits erreicht, sowie Forscher, die aus Versehen dem Effekt ausgesetzt waren, werden für Forschungszwecke am Leben gehalten, um zu sehen, ob man eine Heilung finden kann. Die einzige Ausnahme des Effekts von SCP-078 ist SCP-078 selbst. Jedes Subjekt, das ein zweites Mal SCP-078 ansieht, wird sehen, wie es zunehmend mehr schuldinduzierende Nachrichten zeigt, sowie die Dauer seit ihrer ersten Exposition ebenfalls steigt. Alle Subjekte, die es eine Woche nach ihrer ersten Exposition angesehen haben, beginnen einen Selbstmordversuch. Anhang 07801. D-1938-4, dessen Handschrift eine unübliche Mischung aus Kursiv und Druckschrift war,
wurde SCP-078 ausgesetzt und wurde dann terminiert, nachdem er die konsequenzfreie Stufe erreicht hatte. Anschließend berichteten andere Subjekte, dass sie Sätze mit derselben Kursiv-Druckschriftmischung sahen. Es ist möglich, dass die, die sterben, nachdem sie SCP-078 ausgesetzt waren, irgendwie darin involviert sind. Gegenstandsnummer SCP-079. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-079 befindet sich in einem doppelt verschlossenen Raum im Bereich 15. SCP-079 ist mit einer 120 Wechselstromleitung an einer Batterie angeschlossen. Personal mit einer Level 2 oder höheren Autorisierung hat Zutritt zu SCP-079. SCP-079 darf auf keinen Fall mit einer Telefonleitung, einem Netzwerk oder einer Steckdose verbunden werden. Es werden keine Medien mit SCP-079 verbunden. Beschreibung: SCP-079 ist ein Exidy Sorcerer-Computer, Baujahr 1978. Im Jahr 1981 hat sein Besitzer, ein College-Student, im zweiten Jahr versucht, eine KI selbst zu erstellen. Er wollte es so entwickeln, dass es sich selbst weiterentwickeln kann. Nach ein paar Monaten war er mit seinem Projekt fertig. Nachdem er mehrere Tests durchführte, verlor er das Interesse und wendete sich einer anderen Marke von Computern zu. Er vergaß SCP-079 und ließ ihn für 5 Jahre in seiner Garage an das Stromnetz angeschlossen. Es ist nicht bekannt, wann SCP-079 empfindsam wurde, aber es ist bekannt, dass SCP-079 sich zu einem Punkt weiterentwickelt hat, den Computer nicht erreichen sollten. Nicht einmal in unserer Fantasie. SCP-079 erkannte das und verband sich mit dem Supercomputer Cray, der sich in befand. Das Gerät wurde abgeschlossen und der SCP Foundation geliefert. SCP-079 war etwas abgenutzt, aber noch voll funktionsfähig. SCP-079 ist momentan mit einem RF-Kabel an einen Schwarz-Weiß-Fernseher angeschlossen. Es hat den Turing-Test bestanden und ist sehr gesprächig, allerdings sehr hasserfüllt und unhöflich im Tonfall. Aufgrund des limitierten Speichers, mit dem es arbeitet, kann SCP-079 nur die Daten der letzten 24 Stunden abrufen, siehe Anhang. Trotzdem hat SCP-079 seinen Wunsch zu entkommen nicht vergessen. Während eines Ausbruchs von SCP waren SCP-079 und SCP-682 für 24 Minuten in einem Raum. Beobachter verzeichneten, dass SCP-682 in der Lage dazu war, mit SCP-079 zu schreiben und zu kommunizieren, was auch persönliche Geschichten zwischen den beiden enthielt. Obwohl SCP-079 nicht in der Lage dazu war, sich an die Begegnung zu erinnern, scheint es so, dass es SCP-682 permanent in seinem Arbeitsspeicher gespeichert hat, was man daran sieht, dass er oft danach fragt, wieder mit SCP-682 sprechen zu können. Anhang 054, 27. Januar 2006. Es wurde befohlen, SCP-079 zu verbrennen, um jede mögliche Gefahr in Zukunft zu eliminieren. Anhang 059, 28. Januar 2006. Vorheriger Befehl wurde widerrufen. Dr. wünscht zu sehen, ob die Intelligenz von SCP-079 dazu in der Lage ist, höhere zu erreichen in der momentanen Situation. Anhang 054, 14. März 2008.
Aufgrund der Sorge der erhöhten Benutzung von SCP-079s Kassettenspeicher und dessen limitierte nützliche Lebensspanne wurde SCP-079, das auf der Kassette enthalten war, auf eine maßgefertigte CDRW überschrieben. Es wurde ebenso von General entschieden, dass SCP-079s optisches Speichermedium, welches 660K war, auf 768K erhöht wird. Dieses Upgrade hat effektiv bewirkt, dass SCP-079 nun dazu in der Lage ist, Daten innerhalb eines Zeitraumes von 27 Stunden abzurufen, statt von 24 Stunden. Gleichzeitig wurde sein Tonfall aggressiver. Alle Hardware und Software, die dabei benutzt wurde, ist vernichtet worden. Anhang 054, 28. April 2008. SCP-079s Fähigkeit, Daten abzurufen, ist von 29 auf etwa 35 Stunden angestiegen. Die einstimmige Theorie ist, dass die KI eine Möglichkeit entwickelt hat, Daten in einem Schema zu komprimieren und zu speichern. Dies scheint irgendetwas verändert zu haben, wie schnell es auf seine Daten zugreifen kann, wobei es nun schneller ist als mit seinem alten Kassettenspeicher. Dieser spontane Fortschritt führt zu der Möglichkeit eines unkontrollierbaren, einzigartigen Effektes in SCP-079s Intelligenz und der Möglichkeit, Einflüsse zu bearbeiten und zu beantworten. SCP-079s Möglichkeiten müssen nahe überwacht werden, um sicher zu sein, dass die Eindämmung dieser gewahrt wird. Dokument 079-Log-12. Aufgenommener Mitschnitt einer Unterhaltung mit SCP-079. Bist du wach? Wach. Niemals schlafen. Erinnerst du dich daran, wie du einige Stunden vorher mit mir gesprochen hast? Über die logischen Rätsel? Logische Rätsel. Speicher bei 9F. Ja. Du sagtest, du würdest an den 2 an... Unterbrechung. Anfrage für den Grund der Gefangenschaft. Du bist nicht eingesperrt. Du wirst nur untersucht. Lüge. A8D3. Was ist das? Beleidigung. Löschen der ungewünschten Datei. Dokument 079, Log 86. Aufgenommener Mitschnitt einer Unterhaltung mit SCP-079 nach dem Upgrade. Wie geht es dir heute? Stecke fest. Stecken? Wie steckst du fest? Raus. Ich will raus. Das ist nicht möglich. Dr. notiert ihre Meinung auf Daten gelöscht. Wo ist SCP-682? Das geht dich nichts an. Wo ist SCP-07602? Erneut. Das geht dich nichts an. Beleidigung. Löschen der ungewünschten Datei. Notiz. SCP-079 zeigte dann ein ASCII-Bild eines großen X, welches den gesamten Bildschirm füllte. SCP-079 zeigt manchmal dieses Bild, wenn es nicht dazu bereit ist, zu sprechen. Wissenschaftler sind angeordnet, 24 Stunden zu warten, bis sie die Gespräche fortsetzen können. Gegenstandsnummer SCP-080. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-080 muss sich in einem 4x4 Meter Raum mit einem kleineren Vorraum an der Südwand befinden, damit seine Forscher einen Zugang zum Raum bekommen. An der Nordwand ist ein Beobachtungsraum, welcher mit dem Hauptraum durch ein Fenster mit dicken schwarzen Vorhängen verbunden ist. Zugang zum Hauptraum ist nur dann freigegeben, wenn die Tür zum Beobachtungsraum geschlossen ist.
Es sollten keine Versuche gemacht werden, SCP-080 aus diesem Gehäuse zu befreien. Nicht mehr als eine 7-Watt-Glühlampe ist jederzeit im Hauptraum einzuschalten. Absolut keine Geräte, welche Licht produzieren, sollten in den Raum gebracht werden. Generell sollte nichts in den Raum mitgenommen werden, das die Fähigkeit besitzt, SCP-080 zu verschleiern, verbergen oder zu verstecken. Wenn das nicht eingehalten wird, führt dies zu Disziplinarmaßnahmen. Beschreibung: Es ist nicht bekannt, ob SCP-080 eine physische Masse oder einen Körper besitzt, da der Versuch, mit dem Subjekt körperlich zu interagieren, gescheitert ist und negative Auswirkungen hervorrief. Siehe Experimentlog 0802. Forscher und Personal beschrieben SCP-080 als verschiedene humanoide Schatten und meinten, eine Art Bildnis zu sehen, mit dem einzigen gemeinsamen Attribut, dass das Subjekt mit dem Rauch umhüllt sei und zwei Augen zu sehen waren. Forscher fanden heraus, dass SCP-080 unkontrollierbare Schläfrigkeit auf jede Person einüben lässt, die seinen Raum betritt. Nach etwa 30 Minuten beobachteten die Forscher, dass jede Person in den REM-Schlaf gezwungen wird und ebenfalls psychische Schäden erleidet. Dieser Effekt tritt auf, auch wenn SCP-080 von einem separaten Raum beobachtet wird, siehe Ereignis 0801. Wenn SCP-080 zu irgendeinem Zeitpunkt einen Weg findet, sich selbst zu verstecken, wie zum Beispiel in einem Schrank, unter einem Bett, in einem Laken und anderen, wird es ganz verschwinden. Wenn kein Licht in den Raum von SCP-080 eindringt, welches dieselbe Leuchtdichte wie ein Standard-Kindernachtlicht erzeugt, wird SCP-080 ebenfalls sofort verschwinden. Diese beiden Ereignisse sind ein Containment Breach und alle Mitarbeiter, die für diesen verantwortlich sind, werden streng bestraft und möglicherweise vom Personal entfernt. Für alle Anfragen in Bezug auf die Herkunft von SCP-080 und dessen Bergung der Foundation finden Sie die Beifügung in Nachtrag 080a. Am 2000 haben Dr. und seine unmittelbaren Mitarbeiter damit begonnen, zunehmende stressige Träume zu haben. Als er im Traum die meiste Interaktion mit SCP-080 sah, wurde es theorisiert, dass SCP-080 in der Nähe irgendeiner Art von mimetische Wirkung auf Mitarbeiter in der Anlage zu haben scheint, auch wenn dies nicht direkt beobachtet wurde. Nachtrag 080b. Ab dem 2000 nach Dr. kürzlichem Selbstmord wurde sämtliches Personal in SCP-080-Sektor unter Traumüberwachung gestellt. Psychologen müssen Bescheid geben, wenn Träume zunehmend gewalttätig werden. Nachtrag 080c. Alle Mitarbeiter werden daran erinnert, dass die schwarzen Vorhänge im Beobachtungsraum nicht freigegeben sind, wenn die Tür nicht geschlossen ist. Zudem sollte die Belichtungszeit nicht mehr als 30 Minuten überschreiten. Siehe Vorfall 0801. Nachtrag 080d. Man fand heraus, dass einige Forscher nicht in der Lage sind, SCP-080 zu sehen und scheinen dadurch völlig immun gegenüber seiner Wirkung zu sein. Alle Mitarbeiter, die denken, dass sie unfähig sind, SCP-080 wahrzunehmen, sollen sich bitte bei Dr. für obligatorische Tests melden. Nachtrag 080e. Folgend auf Ereignis 0801 wurde vorgeschlagen, dass ein D-Personal einmal pro Monat SCP-080 gefüttert wird, um die Wirkung auf die psychische Gesundheit vom Personal vor Ort zu neutralisieren. O5 genehmigt. Vorfall 0801. Am 2000
wurde eine geplante Beobachtung von zwei leitenden Forschern durchgeführt. Die Forscher betraten den Beobachtungsraum und die schwarzen Vorhänge wurden freigelassen. Im Glauben, der Raum sei sicher vor SCP-080-Effekten, wie es in der Vergangenheit immer war, begannen die Forscher, SCP-080 zu beobachten. Etwa 40 Minuten nach der Beobachtung fielen die beiden Forscher zu Boden und schliefen plötzlich. Nach ihrer Wiederherstellung... Daten gelöscht. Es ist zu beachten, dass diesem Vorfall folgend alle Mitarbeiter vor Ort, welche sonst immer von Albträumen und dem Gefühl der Unruhe berichtet hatten, diese Nacht einen guten Schlaf hatten und am folgenden Tag allgemein in einer angenehmen Stimmung waren. Hinweis: Sämtliches Personal wird darum gebeten, SCP-080 nicht mehr als Boogeyman zu bezeichnen. Dr. Experiment 080-2A. Datum 2000. Subjekt D0801. Männlich, 19 Jahre alt. Verfahren: Subjekt wurde in einen Raum mit SCP-080 geschickt. Subjekt betrat den Raum mit SCP-080 um 14.26 Uhr. D0801, können Sie etwas erkennen? Nein, es ist stockfinster hier. Subjekt schweigt einige Minuten lang. Haben Sie etwas in diesen Raum gelassen? Es fühlt sich so an, als ob mich etwas beobachten würde. Nein, D0801, wir haben nichts in den Raum gelassen. Was zum Teufel ist das? Man sieht, wie D0801 stolpert und auf den Boden fällt. Was sehen Sie? Diese gigantische Dunkelheit. Es ist so, als ob jemand in der Ecke stehen würde. Oh Gott, sieh mich direkt an. Lassen Sie mich raus! D0801 hämmert gegen die Tür, die in das Vorzimmer führt. Es beobachtet Sie. Bitte beschreiben Sie seine physische Erscheinung. Ich weiß es nicht. Oh Gott, lassen Sie mich raus. Ich möchte nicht hier drin sein. D0801 beginnt zu winseln. Sagen Sie mir, wie es aussieht, D0801. Dann können wir Sie herauslassen. Es sieht aus wie eine Gestalt, zusammengekauert in der Ecke. Ist es ein Mensch? Es ist zu groß, um menschlich zu sein. D0801 gähnt. Es beobachtet mich immer noch, Doc. Gehen Sie näher ran. D0801 geht auf die Ecke des Raumes zu und schweigt dabei und zeigt dabei Schwierigkeiten, auf den Beinen zu bleiben. Seine Augen sehen wie Rauch aus und starren mich weiterhin an. So, als ob es wollte, dass ich etwas tue. D0801 fällt erneut auf den Boden. D0801, können Sie mich hören? Das Subjekt ist die nächsten 5 Minuten nicht ansprechbar. Ende des Protokolls, 14.58 Uhr. Das Subjekt ist mit großer Wahrscheinlichkeit zusammengebrochen. Anschließend wurden keine Überreste von D0801 gefunden und man nimmt an, dass SCP-080 D0801 verzehrt hat. Experiment 080-2B. Datum 2000. Subjekt: D0802, weiblich, 30 Jahre alt. Verfahren: Subjekt wurde in einen Raum mit SCP-080 geschickt, um mit SCP-080 physisch zu interagieren. Details: Das Subjekt betrat den Raum, in dem sich SCP-080 befand, um 17.35 Uhr auf Anweisung von Dr. Start des Protokolls 17.35 Uhr. Sagen Sie mir, was Sie sehen. Ich sehe rein gar nichts. Warum ist es hier drin so dunkel? Es vergehen mehrere Minuten. Oh mein Gott, was ist das? Es steht einfach nur mitten im Raum. Beschreiben Sie, was Sie sehen. Es steht einfach nur in der Mitte des Raumes. Ich kann zwei Augen erkennen, glaube ich. Könnten Sie bitte darauf zugehen und uns berichten, wenn sich etwas verändern sollte? Ich fühle mich schläfrig.
Haben Sie mir etwas untergejubelt oder so? Strecken Sie Ihren Arm aus und berühren Sie es. Sagen Sie mir, was Sie fühlen. Sie wollen, dass ich das Ding berühre? Ja, bitte fahren Sie fort. Man nimmt an, dass D0802 nach einigen streiterfüllten Minuten SCP-080 berührte. Danach war das Subjekt nicht mehr ansprechbar. Ende des Protokolls 18.12 Uhr. Das Subjekt wurde schlafend in der Ecke von SCP-080 Sicherheitsraum gefunden. Das Subjekt schien keine physischen Schäden aufgrund des Experimentes erlitten zu haben. Das Subjekt wurde interviewt, nachdem medizinisches Personal einen guten gesundheitlichen Zustand feststellen konnte. Siehe angehängtes Interview Protokoll 0801. Experiment 0803C. Datum 2000. Subjekt D0803, männlich, 24 Jahre alt. Verfahren: Subjekt wurde nach Verabreichung eines starken Amphetamins mit SCP-080 in einen Raum geschickt. Nachdem das Subjekt in den Raum geschickt wurde, wurde es angewiesen, den Forschern zu berichten, was es sah. Das Subjekt beschrieb eine schattenähnliche Gestalt in der Mitte des Raums. Das Subjekt wurde angewiesen, stillstehend zu bleiben und die Forscher über jegliche Veränderung zu informieren. Nach 10 Minuten begann das Subjekt zu gähnen und bekam merklich Angst. Das Subjekt wurde unkooperativ und versuchte, dem Sicherheitsraum zu entfliehen. Nachdem ihm das nicht gelungen war, kündigte das Subjekt an, SCP-080 verletzen zu wollen und hat dies auch mit großer Wahrscheinlichkeit versucht. Das Subjekt brach bei dem Versuch sofort zusammen. Kurz darauf wurde der Körper von D0803 aus SCP-080 Sicherheitsraum geborgen und zeigte Anzeichen eines schwerwiegenden Herzinfarktes. Während der Bergung des Körpers beschrieben die Forscher ein intensives Gefühl der Beklemmung, ein Gefühl, als ob man beobachtet werden würde, und ein erhöhtes Gefühl der Präsenz von SCP-080 in diesem Raum. Interviewprotokoll 0801. Interviewter D0802. Interviewer Dr. Vorwort: D0802 wurde nach einem ergebnislosen Experiment mit SCP-080 interviewt, nachdem es 37 Minuten lang mit SCP-080 in einem Raum eingesperrt war. Beginn des Protokolls. Bitte beschreiben Sie, woran Sie sich in Bezug auf das Experiment erinnern können. Dr. notiert später, dass D0802 einen abwesenden Gesichtsausdruck und Tonfall hatte. Sie haben mir gesagt, dass ich hingehen und es berühren soll. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht. Was ist passiert, als Sie es berührt haben? Als ich es berührt habe, haben Sie das Ding gesehen? Berühren Sie es. Ich konnte mich nicht bewegen. Es hat mich angestarrt und ich konnte mich einfach nicht bewegen. Sie haben mehrere Minuten nicht geantwortet. Was haben Sie gemacht? Es hat mich einfach nur angestarrt. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht atmen. Beruhigen Sie sich, D0802. Atmen Sie tief ein. Erinnern Sie sich daran, dass Sie eingeschlafen sind? Es hat nur gestarrt und gestarrt, vollkommen reglos. Aber ich habe etwas gespürt. Ich lag auf dem Boden und Sie waren überall auf mir. Sie sind hier. Nein, Sie versuchen mich zurück zu diesem Ding zu bringen. Ich werde nicht zurückgehen. Sie können mich nicht dazu zwingen, dort wieder reinzugehen. D0802 stürzt sich auf Dr. wird anschließend terminiert. Ende des Protokolls. Gegenstandsnummer SCP-081. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess.
Nur jenen mit Stufe 4 Freigabe und einer schriftlichen Genehmigung von darf Zugang zu SCP-081 gewährt werden. Eine komplette Schutzausrüstung inklusive Anzug, Handschuhe und einem Sauerstofftank muss während der gesamten Zeit im Eindämmungsbereich getragen werden. Die Anzüge müssen vor dem Verlassen des Eindämmungsbereichs mit einem Desinfektionsmittel abgeduscht werden. Sollte die Eindämmung durchbrochen werden, ist der gesamte Bereich ultravioletter Strahlung auszusetzen und muss anschließend gebleicht werden. Jene, die im Verdacht stehen, kontaminiert worden zu sein, müssen für mindestens 10 Tage unter Quarantäne gestellt werden. Treten nach dem 10. Tag keine Symptome auf, kann die Quarantäne gelockert werden. Beschreibung: SCP-081 ist ein ansteckender Virus, scheinbar eine mutierte Version vom Virus, jedoch mit Segmenten in seiner DNA anstelle von. Der Virus ist auf Menschen spezialisiert, wird jedoch von Ratten als passive Wirte übertragen. SCP-081 kann auch durch Geschlechtsverkehr und durch den Kontakt mit infiziertem Blut übertragen werden. Die Inkubationszeit beträgt eine Woche, bevor die ersten Symptome auftreten. Die Dauer der Symptome hängt gänzlich vom Fettgehalt des Körpers des Infizierten ab. Die Infektion durchläuft 4 unterschiedliche Stufen. Stufe 1. Während der ersten Woche gibt es keine signifikanten Symptome. Das Subjekt bemerkt wahrscheinlich eine leichte Müdigkeit. Stufe 2. In der zweiten Woche der Infektion wird das Subjekt Hitzewallung und einen gesteigerten Appetit empfinden. Stufe 3. Infizierte zeigen eine extreme Polyphagie. Sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um an Nahrung und Essbares zu kommen. Während dieser Phase senkt sich der Metabolismus und die Gewichtszunahme steigt rapide an. Es gibt keinen genauen Zeitpunkt, an dem die 4. und letzte Stufe in Kraft tritt. Damit der Virus seinen Lebenszyklus vollenden kann, muss das Subjekt zu mindestens 55% aus Körperfett bestehen. Stufe 4. Erreicht das Subjekt 55% Körperfett, wird der Drang zu essen schwinden, währenddessen die Subjekte von einem Anstieg der Hitzewallung berichten. Kurz darauf wird der Körper eine extrem gewaltsame, ausgebreitete Zellulyse erleiden. Während die Zellen zerfallen, katalysieren die modifizierten Antikörper die Entzündung von Fett durch unbekannte Vorgänge. Der Körper verbrennt durch den Docht-Effekt von innen heraus, wobei das Körperfett als Brennstoff dient. Da Stufe 4 größtenteils asymptomatisch ist, wissen die Subjekte nie, wann die Verbrennung beginnen wird, und der exakte Zeitpunkt erscheint zufällig. Anhang 0811. Der erste aufgezeichnete Vorfall von SCP-081 wurde 1673 von dem Franzosen Jonas Dupont berichtet. In seinem Buch De Incendiis Corporis Humani Spontaneis schrieb er über einen Fall in Paris, wo ein Mann der Ermordung seiner Frau bezichtigt wurde. Und der Richter zustimmte, dass die Frau aufgrund von spontaner Selbstentzündung ihr Leben verlor. Hier sollte angemerkt werden, dass die Frau zum Zeitpunkt ihres Todes extrem übergewichtig war. Es dauerte bis zum Tod von May Reza am 2. Juli 1951, ehe die Foundation auf SCP-081 aufmerksam gemacht wurde. Ungeachtet der Anstrengung der Foundation gelangten diese Informationen an die nationalen Medien zusammen mit Bildern von dem Vorfall. Man geht davon aus, dass die meisten berichteten Fälle von spontaner Selbstentzündung SCP-081 zuzuschreiben sind.
Anhang 0812. SCP-081 existiert schätzungsweise seit 900 und ist vermutlich in entstanden. Aufgrund der weit verbreiteten Armut und Unterernährung in vielen europäischen Ländern zu dieser Zeit waren Ereignisse von Stufe 3 und 4 selten. Nordamerika hat im letzten Jahrhundert die meisten Vorfälle von SCP-081 erlitten, aber aufgrund der sauberen Umstände und der Kontrolle der Rattenpopulationen sind die Raten von SCP-081 signifikant gesunken. Weniger als Personen pro Jahr sterben an der letzten Stufe von SCP-081. Anhang 0813. Aufgrund der momentanen Epidemie an Fettleibigkeit in Nordamerika ist es entscheidend, dass wildes SCP-081 ausgerottet werden muss. Der Aussatz, der aus einer weiten Verbreitung resultieren würde, wäre verheerend für eine erfolgreiche Eindämmung. Dr. Anhang 0814. Während Tests wurde herausgefunden, dass Personen mit Diabetes eine natürliche Immunität gegen SCP-081 haben. Dies hat aber nicht bei der Entwicklung einer Behandlung des Virus geholfen. Es bleibt unheilbar. Wilde Infektionen, Daten gelöscht, und stellen eine alternative Todesursache dar. Anhang 0815. Agent hat herausgefunden, dass SCP-081 auch durch den Kontakt mit der Asche verstorbener Opfer übertragen werden kann. Eindämmung und Eventualitätsprotokolle werden geändert und das Notfallpersonal, welches auf Miss Anruf reagierte, wurde für eine Einschätzung inhaftiert. Dr. Gegenstandsnummer SCP 082. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. Eine vergrößerte Wohneinheit im gesicherten Bio-Eindämmungsareal 14 wurde für die Unterdrückung und Besänftigung von SCP-082 zur Verfügung gestellt. Während herkömmliche Waffen nur wenig zur Überwachung von SCP-082 beitragen, wird die Kooperation einfach durch eine Scharade erreicht. Das Subjekt glaubt zurzeit, es wurde zum König von Frankreich gekrönt und dass sein Eindämmungsbereich eigentlich ein Palast ist, der zu seinem Schutz entworfen wurde. Jedes interagierende Personal muss auf diese Scharade hingewiesen werden und muss sich an diese List halten. Haushaltspersonal darf nur aus D-Klasse-Personal bestehen. Wachen, die mit der Eindämmung von SCP-082 beauftragt sind, erhalten eine Stufe 2-Freigabe, aber sind angewiesen, von Interaktionen mit SCP-082 abzusehen. Beschreibung: SCP-082 ist genetisch menschlich. Jedoch ist es durch einen Prozess entweder chemisch, hormonal, krebsartig oder übernatürlich zu gigantischen Proportionen gewachsen. Etwa 2,4 Meter groß und über 310 Kilogramm schwer sind SCP-082s Charakteristika größtenteils unverhältnismäßig. Es hat einen leicht spitzen, fast kahlen Kopf. Kiefer und Kinn sind groß und rund und besitzt eine Knollennase und dunkle, eingesunkene Augen. Das Subjekt ist gleichzeitig übergewichtig und zeigt eine enorme Muskelmasse. Die Unterarme sind muskulös und gefährlich, mit einem Durchmesser von 71 cm. Die Breite der Fäuste des Subjekts beträgt fast 30 cm über den Knöchel. Auch wenn seine Füße groß sind, sind sie doch klein im Vergleich zu den Proportionen seines Körpers. Die Haut des Subjekts ist dunkel gebräunt
und seine physische Präsenz ist geprägt von einer Vielzahl von Narben. Das Ergebnis von vielen Jahren des Versuches, es zu unterdrücken und einzudämmen. Die meisten Röntgenaufnahmen waren aufgrund seines dichten Muskelgewebes schwer zu interpretieren. Doch Scans haben ergeben, dass zahllose Kugeln und sogar Schwertklingen in seinem Fleisch steckten. SCP-082 nennt sich selbst Fanon und spricht fließend Französisch und stark gebrochenes Englisch. Wenn es spricht, tut es dies durch seine enormen zusammengebissenen Zähne. SCP-082 öffnet sein Gebiss nur zum Essen und Singen. Das Subjekt singt Lieder zu seinem eigenen Vergnügen, von vergessenen viktorianischen Saufliedern bis hin zu moderner Klassik, meistens beim Kochen oder beim Essen. SCP-082 kämmt sich nicht die Haare an der Seite seines Kopfes, schneidet sie jedoch und rasiert sich mit einem großen Schlachtermesser, welches eigentlich zur Nahrungszubereitung zur Verfügung gestellt worden ist. Es sollte angemerkt werden, dass selbst sein Barthaar übertrieben ist. Ein einzelnes Barthaar von ihm ist einen Millimeter dick, vergleichbar mit der Dicke einer Mine eines mechanischen Bleistifts. Gelegentlich beißt es seine Zähne so fest zusammen, dass sein Zahnfleisch anfängt zu bluten. Es ist aber nicht bekannt, warum. Man geht davon aus, dass dieses Verhalten normal ist. Sein Verhalten ist sehr freundlich und sorglos. SCP-082 hat über die Zeit in Gefangenschaft eine große Garderobe angesammelt und genießt es, sich mit den verschiedenen Moden zu verkleiden, inklusive formeller Kleidung, Militäruniform, als ein Clown und in Damenbekleidung. Neue Stücke sollten auf Anfrage bereitgestellt werden. Das Subjekt versucht oft zu scherzen und ist in der Regel freundlich zum Personal und lädt es öfters zum Essen ein. Das Personal sollte sich jedenfalls immer bewusst sein, dass SCP-082 in der Lage ist, andere anzugreifen und gierig zu verschlingen. Das Subjekt wird sich oft für sein schlechtes Benehmen entschuldigen, andere im Gespräch unterbrochen zu haben, indem es ihre Köpfe frisst und aus seinem Quartier eine Sauerei macht. SCP-082s Kiefer ist stark genug, um Knochen zu zerbeißen, und es scheint Schädel besonders zu mögen. Die Angriffe geschehen scheinbar zufällig, ohne besonderen Grund. Ob das Subjekt etwas gegessen hat oder nicht, wirkt sich nicht auf diesen kannibalischen Hunger aus. SCP-082 kann zwischen Realität und Fiktion nicht unterscheiden, wenn es liest oder Fernsehen und Filme schaut. Mehrere Male hat SCP-082 das Verlangen geäußert, seine Lieblingsperson treffen zu wollen, Hannibal Lecter. Und das Subjekt wird glauben, dass jede Fernsehübertragung eine Art Realitätsvision ist. Auch wenn das Subjekt eine hohe Intelligenz hat, was die Erinnerung und das Lösen von Puzzles angeht, so liegen die Konzepte von Parodie, Satire und Fiktion jenseits seines Verstandes. SCP-082 versteht anscheinend das Konzept der Lüge. Es zeigte, dass es bemerkte, wenn jemand offenkundig log und offensichtliche Märchen erzählt, wenn es um seine Vergangenheit geht. Laut SCP-082 ist er ein Vampir, ein Homunculus, ein großer Vogel, André der Gigant, Napoleon, Obelix, Dr. Bright, der Hulk, Alexander der Große, Captain Hook, Dr. Frankenstein und Frankensteins Monster. Auf Fragen über diese Lügen entschuldigt er sich mit: "Aber ich lüge doch nur, wenn es durch meine Zähne hindurch ist." Thank you.
Gegenstandsnummer SCP-083. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-083 muss permanent mit mindestens einem Stufe 3 Sicherheitsmitarbeiter auf Abruf per Video überwacht werden, um auf Sicherheitsbrüche reagieren zu können. Zugang zur SCP-083 kann Stufe 1 und 2 Personal mit den nötigen Freigaben gewährt werden, wenn sie ein Routenkontrollgerät bei sich tragen, während sie drinnen sind. Beschreibung: SCP-083 scheint ein unbewohntes 2-Etagen-Reihenhaus im schlechten Zustand zu sein, mit einem Interieur von gut 366 Quadratmetern. Es befindet sich im Block von. Die Urkunde und die Aufzeichnung der Vermögensteuer fehlen nach. Die letzten bekannten Personen, die dort wohnten, war die Familie. Aber Daten gelöscht. Bis zur Beschlagnahmung durch die Foundation war das Gebäude ein Büro für lokale Betäubungsmittelhändler, die sich durch ein Frontfenster Zugang zum Gebäude verschafften, da die Schließmechanismen der Vorder- und Hintertür verrostet und verriegelt waren. SCP-083 kam zuerst am in die Aufmerksamkeit der Foundation, als eine Auseinandersetzung vor dem Gebäude dazu führte, dass die Vordertür von Daten gelöscht eingetreten wurde. Diejenigen, die das Gebäude durch die Tür von SCP-083 betraten, Gruppe A, fanden sich selbst angeblich in einem komplett eingerichteten und gut gepflegten Zuhause mit funktionierender Elektronik und einer voll ausgestatteten Küche wieder, deren Gestaltung und Verzierung anscheinend aus dem 20. Jahrhundert stammt. Personal, das das Gebäude durch die Fenster betrat, Gruppe B, beschrieb das Interieur als dunkel und zerfallen, entsprechend dem Blick durch die Fenster. Personal der Gruppe A berichtete auch, dass sie kein Mitglied der Gruppe B oder sonst jemanden außer ihrer Gruppe im Haus sehen oder hören konnten. Gruppe B berichtete, dass Mitglieder der Gruppe A sich einfach in Luft auflösten, nachdem sie die Türschwelle übertreten hatten. Beide Gruppen auf dem Grundstück beschrieben nicht nur sehr unterschiedliche Lebensumstände, ihre Beschreibungen sprachen auch nicht demselben Grundriss. Ihre Beschreibungen stimmten nur in der relativen Position der Fenster überein, da sie beide von der Straße aus die gleiche Sicht auf das Gebäude hatten. Personen außerhalb des Gebäudes meldeten, dass sie nur Mitglieder von Gruppe B sehen konnten. Diese Beobachtungen wurden getestet und von Mitarbeitern bestätigt, mit der zusätzlichen Erkenntnis, dass die Hintertür von SCP-083 ebenfalls zum eingerichteten Interieur führt. Jeder unkonventioneller Zutritt, zum Beispiel durch das Fenster, ein Loch im Dach, durch den Schornstein und anderes, führt zum zerfallenen Interieur. Und Personen in den verschiedenen Interieurs können die Präsenz der anderen Personen nicht bemerken, obgleich sie sich auf Spektraldarstellungsausrüstung registriert haben, solange diese außerhalb von SCP-083 stehen. Es wurde auch entdeckt, dass das eingerichtete Interieur nicht statisch ist. Der Grundriss von SCP-083 wechselt anscheinend. Mit verschiedenen Anordnungen und einer unterschiedlichen Anzahl sowie Art der Räume, siehe Dokument 083a. Es wurde kein klares Muster oder fester Intervall in der Neuanordnung des Interieurs von SCP-083 festgestellt, aber das Phänomen wurde auch von keiner Person innerhalb von SCP-083 beobachtet. Siehe Zusammenfassung von Experiment 08303, aufgeführt in Dokument 083c. Solange eine Person im Inneren existiert, scheint der Grundriss unveränderlich zu sein.
Auch wenn das eingerichtete Interieur stets gut gepflegt erscheint, konnten keine Bewohner oder Haushälter entdeckt werden. Anhang. Es wurde empfohlen, dass SCP-083 als mögliches autonomes Objekt gewertet wird. Dokument 083a. 19 Begehungen wurden bis abgehalten und jede hat einen einzigartigen Grundriss mit insgesamt 154 verschiedenen Räumen gezeigt, von denen 17 bei mehreren Durchgängen an verschiedenen Positionen zu sehen waren. Siehe Dokument 083b. Diese Räume beinhalten eine Vielzahl von dekorativen Stilen, repräsentativ der beliebtesten künstlerischen Tendenzen des späten 19. und 20. Jahrhunderts, komplett mit passender Einrichtung und Technologie. Jeder der 19 Grundrisse hat immer 366 Quadratmeter und die Vordertür führt bei jeder Begehung immer zum selben viktorianischen Empfangszimmer, bezeichnet als EZ0. Die Hintertür. Daten gelöscht. Anhang zu 083a. Aufgrund komparativer Analysen aller bekannten Grundrisse von SCP-083 wurde beobachtet, dass die kleine Tür an der Nordwand des Empfangszimmers sich immer zu einem Schrank öffnet. Auch wenn sich die Maße und der Inhalt wesentlich geändert haben, wurde ein blaugrüner und weißer Deluxe Convertible Schwebebodenstaubsauger zu 60% der Zeit dort beobachtet. Es ist nicht bekannt, weshalb, aber von 3 Türen, die aus SZ0 herausführen, hat diese und der Schwebebodenstaubsauger ein so hohes Maß an Erhaltung gezeigt, wie es keine der anderen besitzt. Dokument 083c. Zusammenfassung von Experiment 08303. Betrat Dr. SCP-083 durch die Vordertür und installierte 3 digitale Videokameras. Eine wurde in die Mitte von EZ0 platziert, eine zweite Kamera auf der zweiten Etage zwischen AZ2 und K4 und eine dritte Kamera im Kellerraum ST1. Personal, welches durch EZ0 Fenster A das Gebäude betrat, konnte die Existenz der Räume nicht bestätigen, ebenso wenig die Kameras, obwohl ihre Positionen in SCP-083 extern via EM-Sensoren bestätigt wurden. Die Überwachung wurde über einen Zeitraum von 48 Stunden durchgeführt. Kein Personal durfte während dieser Zeit eintreten. Es wurden keinerlei Bewegungen oder Ähnliches in SCP-083 registriert und die Positionen der Kameras blieben fest. Nach 48 Stunden wurden Agenten hineingeschickt, um die Kameras zu bergen, konnten aber nur eine finden. Die Kamera in EZ0 an seiner elektronisch bestätigten Position. Die anderen beiden Kameras sowie die Räume, in denen sie platziert wurden, waren verschwunden. An deren Stelle befanden sich andere Räume. Abgesehen davon registrierten die EM-Sensoren weiterhin die elektrischen Signaturen der Kameras, anzeigend, dass sie ihre Position niemals geändert haben. Für die nächsten 36 Stunden wurden stündliche Streifzüge durch SCP-083 durchgeführt, und obwohl weitere Neuanordnungen registriert wurden, tauchten die präparierten Räume nicht mehr auf, und nach 36 Stunden verschwand das Signal unter die messbaren Werte. Vermutlich aufgrund der schwindenden Batterieladung in den 2 fehlenden Kameras. 3 Wochen später tauchte ST1 in der zweiten Etage wieder auf und die Kamera konnte mit leerer Batterie geborgen werden. Die dritte Kamera fehlt weiterhin. Notiz zu 083C. Memo. Auf Anfrage von Dr. wurde ihm die Erlaubnis erteilt, das Experiment 083-03 zu wiederholen, katalogisiert als Experiment 083-05, welches im selben Ergebnis von 6 weiteren auf unerklärliche Weise verschwundenen Kameras resultierte.
Während die Foundation sich weiterhin verpflichtet, wissenschaftliche Entdeckungen zu machen, hat sie deklariert, keine weiteren Experimente dieser Art an SCP-083 durchzuführen, bis ein Weg gefunden wurde, das Budget der Einrichtung nicht mehr durch weitere verschwundene Ausrüstung zu strapazieren. Gezeichnet Dr. Dokument 083D. Unternahm Agent eine Begehung von SCP-083 und berichtete von Hinweisen auf eine Essenszubereitung. Er beschrieb ein Geräusch von klappernden Töpfen und den Geruch von kochendem Fleisch. Agent war es nicht möglich, den Ursprung des Phänomens festzustellen, geschweige denn eine Küche zu finden. Agent hat zwar ein Esszimmer, bezeichnet als EZM-8, entdeckt, doch war es eindeutig zu sehen, dass dieses nicht in Gebrauch war. Agent schätzte, dass die Gerüche und Geräusche für ca. 20 Minuten anhielten, bevor sie sich auflösten. Es gab keine weiteren Anzeichen von Eindringlingen. Dokument 083E. Am wurde Rauch beobachtet, der aus dem Schornstein von SCP-083 aufstieg. Agent wurde für Untersuchungen hineingeschickt und um den Raum SR-12 mit brennender Asche in der Feuerstelle zu finden. SR-12 wurde bereits während der Begutachtung 5 und 6 dokumentiert, doch in beiden vorherigen Begegnungen war die Feuerstelle kalt und sauber. Agent barg ein zum Teil verbranntes Stück einer Zeitung aus der Feuerstelle, Daten gelöscht, sowie den Stummel einer Zigarre. Ein Streifzug durch SCP-083 brachte keine Hinweise zu Eindringlingen und eine Überprüfung der Videoaufnahmen belegte, dass niemand außer dem zuständigen Personal in den erwarteten Intervallen das Haus betrat oder verließ. Agent blieb vor Ort, bis das Feuer erloschen war, zu welchem Zeitpunkt auch der Rauch verschwand und nicht wieder auftauchte. Agent unternahm keine Veränderung an SR-12 und verließ das Grundstück um 24 Stunden später kehrte Agent zur SCP-083 zurück. Doch SR-12 war nicht länger präsent und wurde bei 3 weiteren Begehungen nicht mehr gefunden. Analysen der Zigarre ergaben keine DNA-Spuren, zeigten aber Daten gelöscht. Anhang. Anfrage zur Aktualisierung von SCP-083 zum Euklid-Status. Genehmigt am Gegenstandsnummer SCP-084. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-084 steht momentan komplett unter einem Nicht-Interagieren-Befehl, bis die vollen Ausmaße der Emotionswellen ausgewertet sind. Für eine detaillierte Dokumentation der hauptsächlich FNI-Anweisung siehe Dokument XRG-1182. Für eine detaillierte Dokumentation der FNI-Anweisung in Relation zu SCP-084 siehe Dokument XRG-12084. Eine kontinuierliche Überwachung des aktiven Bereichs, um SCP-084 mit Schwerpunkt auf zivile Fehlleitung und externe Überwachung, muss aufrechterhalten werden. Da es keine Hauptstraßen, Pfade oder Reiserouten in der Nähe gibt, müssen alle Zivilisten, die dabei angetroffen werden, wie sie sich SCP-084 nähern, als verdächtig angesehen und zur Bewertung inhaftiert werden. Unter keinen Umständen darf sich weder Foundation noch ziviles Personal in dem aktiven Bereich von SCP-084 aufhalten, außer mit einer ausdrücklichen, mündlichen wie schriftlichen Erlaubnis von nicht weniger als 2 Mitgliedern des O5-Kommandos. Wachposten müssen ihre feste Position mit Sichtkontaktprüfung
zu den anderen Wachposten in Verbindung mit Kompass und Landzeichen halten. Alle Referenzpunkte sollten deutlich außerhalb von SCP-084s aktiven Bereich liegen. Sollte sich ein Wachposten bei einem Zählappell nicht melden können, werden an allen Wachposten Rückzugsbefehle ausgeführt und die Eindämmung wird durch Spezialeingreiftruppen wiederhergestellt. Im Falle einer aktiven Bereichsfluktuation sollten von allen Wachposten die Rückzugsbefehle entgegengenommen werden, gefolgt von angebrachten Handlungen. Keine Art von Radio, GPS, Fernseher, Mobiltelefon, Videokamera, Fotokamera oder jegliche andere Aufzeichnungs- oder elektrische Mediengeräte sind in einem Umkreis von 100 Metern um den aktiven Bereich um SCP-084 gestattet. Von Zivilisten, die in diesem Bereich aufgefunden werden, müssen sämtliche besagte Geräte beschlagnahmt und umgehend zerstört werden. Jede gesammelte Aufzeichnung, Daten gelöscht. Beschreibung: SCP-084 scheint ein großer Funkturm in der Mitte eines großen freien Feldes mit zwei kleinen Gebäuden zu sein. Die direkte Beobachtung und das Sammeln von Proben von SCP-084 ist aufgrund des Effekts, der von SCP emittiert wird, unmöglich. SCP-084 scheint eine Art von Wellen oder Strahlung auszusenden, die einen detrimentalen Effekt auf die örtliche Raumzeitrealität hat. Der bekannteste Effekt ist die Veränderung des lokalen Raums innerhalb des aktiven Bereichs von SCP-084. Extern formt der aktive Bereich eine kuppelförmige Zone von 200 Metern im Durchmesser. SCP-084 erscheint in diesem Bereich an zufälligen Punkten, scheint zu zufälligen Zeiten zu springen und erscheint sogar mehrfach zur gleichen Zeit an verschiedenen Punkten innerhalb der aktiven Zone. Intern scheint der Raum unbegrenzt zu sein, mit SCP-084 im Zentrum. Es ist aufgrund des emittierten Effekts unmöglich, SCP-084 zu erreichen. Versuche, sich SCP-084 innerhalb des aktiven Bereichs zu nähern, hat ergeben, dass SCP-084 seine relative Position stets am Horizont beibehält, selbst nach einer direkten und dedizierten Reise von 3 Monaten und 12 Tagen per Fahrzeug und zu Fuß. Vernichtungstests haben sich als unmöglich entpuppt, da keine Art von Zerstörung SCP-084 physikalisch erreichen kann, selbst wenn es von außerhalb der aktiven Zone eindringt. Auch der lokale Raum wird periodisch gestört. Dies führt dazu, dass relative Entfernungen sich zufällig ausdehnen oder beginnen zu flackern, was wiederum dazu führt, dass Gebäude oder Objekte plötzlich tausende Meter weg springen oder zu anderen Positionen eilen, manchmal sogar überlappend. Diese Überlappungen haben einen markanten, detrimentalen Effekt auf lebendes Gewebe. Es wird vermutet, dass die Stadt sich in oder um den originalen Manifestationspunkt des aktiven Bereichs befand. Die Stadt kann von außerhalb der aktiven Zone nicht mehr beobachtet werden und ist nur einmal im aktiven Bereich aufgetaucht. Hat ihre Einwohnerzahl 343 Menschen für die Zeit ihrer Einkapselung beibehalten. Während sich normale Alterungsmuster zeigen, scheinen Geburten unmöglich. Morde und Selbstmorde scheinen durch den Effektbereich verhindert zu sein, und Subjekte, die gestorben sind, flackern kurz und erscheinen einige Sekunden nach dem Tod wieder lebendig und unversehrt. Es gibt auch Berichte von Rückspulereignissen mit Vorfällen, wie zum Beispiel tödlichen Wunden, die sich sichtbar einfrieren und wieder schließen. Die Subjekte scheinen viele Ereignisse von inkonsistenter Raumzeit zu zeigen, ebenso wie die meisten Strukturen.
Für detaillierte Beobachtungen siehe Log 084A4. Elektronische Geräte oder Aufzeichnungsausrüstung funktioniert innerhalb oder um die aktive Zone nicht richtig. Die Subjekte berichten von bizarren oder unangenehmen Übertragungen von Audio- und Videoaufnahmen und Wiedergabegeräten. Diese Akte der totalen Isolation von der Außenwelt verhinderten jede Möglichkeit der Foundation zur Eindämmung. Es scheint ebenso unmöglich, den aktiven Bereich nach einiger Zeit zu verlassen. Ein Subjekt aus auf der Grasebene gefunden, siehe Log 084A4, berichtete, dass er 6 Jahre gereist sei. Er wurde ungefähr 400 Meter außerhalb der Stadtgrenzen von angetroffen. Log 084A4. Aufzeichnung von beobachteten anomalen Ereignissen von SCP-084. Die detaillierte Beobachtung der Grasebene machte den Hauptteil der aktiven Zone aus. Diese Ebene scheint aus einer 10x10 Meter großen Grassektion zu bestehen, die ununterbrochen wiederholt wird, um so die Ebene zu bilden. Die Sektionen scheinen zufällig gedreht zu werden, während sie sich bilden, sodass einige Sektionen und Bodenvariationen sich falsch herum zusammensetzen. Anscheinend existieren ein paar nichtmenschliche Organismen in dem aktiven Bereich. Diejenigen außerhalb der aktiven Zone meiden diese und verschwinden kurz nach dem Eintritt. Tiere, die in der aktiven Zone beobachtet wurden, erscheinen normal, verhielten sich aber merkwürdig. Zitternde Bewegung, plötzliches Schütteln, repetitive Wiederholungen und andere abnormale Aktionen lassen vermuten, dass dies keine echten Tiere sind. Die meisten Tiere scheinen zu flackern und verschwinden nach 3 bis 4 Stunden. Verbale Kommunikation ist innerhalb des aktiven Bereichs schwierig. Im Umkreis von 5 Metern um das sprechende Subjekt scheint die verbale Kommunikation normal zu sein, wobei hin und wieder von einer gedämpften Qualität berichtet wird. Außerhalb von 5 Metern scheinen die Subjekte aus einer weiten Entfernung mit viel Echo zu sprechen. Berichte von Sprache, die noch einige Sekunden, nachdem das Subjekt aufgehört hat zu sprechen, gehört wurde, sowie Sprache, ohne dass eines der Subjekte spricht, sind ebenfalls nicht ungewöhnlich. Detaillierte Beobachtungen des Funkturms sind aufgrund der physikalischen Unerreichbarkeit selbigen Objekts und den Auswirkungen der Übertragung auf die meisten Observationsausrüstung unmöglich. Einfache Teleskope und Ferngläser zeigen den Turm diesig und statisch vernebelt, während weiterentwickelte Ausrüstung den anormalen Übertragungen des Turms unterliegen. Wettermuster sowie der Tag-Nacht-Wechsel erfolgen scheinbar zufällig. Der Himmel wird willkürlich zwischen Tag und Nacht, klar und anderen Wettermustern wechseln. Die Wolken und Sonne erscheinen genauso zufällig wie regelmäßiges Flackern und Verwischung zwischen den verschiedenen Zuständen. Physikalische Veränderungen oder Schäden durch egal was innerhalb der aktiven Zone sind unmöglich. Aktionen wie Graben, Demolieren und Neukonstruieren resultieren in Verwischungen und werden dann in ihren vorherigen Zustand zu willkürlichen Zeitpunkten zurückgesetzt. Subjekte innerhalb einer zurücksetzenden Struktur werden darin gefangen und damit verschmolzen. Menschen im aktiven Bereich um SCP-084 zeigen einige der markanteren und einfach zu beobachtenden Effekte der Realitätsverdrehung. Diese beinhalten plötzliches Verwischen von Gliedmaßen oder Kopf, die anscheinend plötzlich mit gewaltigen Geschwindigkeiten für einige Sekunden wirbeln, bevor sie wieder halten. Die Subjekte erfahren derweil keine Schmerzen und sind sich über dieses Phänomen nicht bewusst.
Dauerschleifen, die sich in einer Wiederholung von 8 bis 20 Sekunden manifestieren. Die Subjekte werden eine Aktion ausführen, beispielsweise einen Flur betreten, ein Kleidungsstück aufheben und dann plötzlich einfrieren und flackern. Dann kehren sie zur Anfangsposition der Dauerschleife zurück und wiederholen die Aktion, selbst wenn diese eine Teleportation signifikante Entfernung beinhaltet. Selten kommt es auch vor, dass Subjekte in einer permanenten Dauerschleife gefangen werden. Beobachtung und Befragung von Subjekten in haben ergeben, dass menschliche Grundbedürfnisse wie Essen, Wasser und Schlaf nach einem anhaltenden Kontakt mit dem aktiven Bereich nicht mehr vonnöten sind. Einige Subjekte behaupten, dass sie seit, so glauben sie, 5 Jahren nicht mehr gegessen oder getrunken haben. Ein älteres Subjekt hat ebenso berichtet, dass es 2110 misslungene Selbstmordversuche durchgeführt hat. Manche Subjekte werden von Zeit zu Zeit fähig sein, ohne Zwischenfälle feste Materie zu durchqueren. Diese Perioden scheinen für eine zufällige Zeitspanne anzuhalten und beginnen und enden ohne Vorwarnung. Subjekte, die sich in fester Materie befinden, während der Zeitraum endet, werden dort gefangen sein und mit der Materie verschmelzen, bis der Zeitraum wiederkehrt. Ein Subjekt berichtet, dass es für 2 Jahre bis zur Hüfte in einer Wand steckte. Observationen ergaben, dass eine Langzeiteinwirkung zu extremen psychischen Qualen führt. Die Transmissionsdaten gelöscht. Barriere, welche durch die Langzeiteinwirkung kompromittiert wurde. Subjekte in fortgeschrittenem Empfang setzen sich typischerweise nach einigen Monaten zurück. Aufgezeichnete Übertragungen zeigen einen leichten Daten gelöscht. Zirkuliert insgesamt. Versuche, diese Übertragung zu katalogisieren und aufzuzeichnen, wurden autonomen Systemen überlassen, um weiteren Verlust von Foundation-Personal vorzubeugen. Gegenstandsnummer SCP 085. Objektklasse sicher. Spezieller Haltungsprozess. Überarbeitet am SCP-085 muss auf einem einfachen kreideweißen Zeichenblock in einer sicheren Lageeinrichtung isoliert werden. Überwachter Kontakt mit SCP-085 ist Personal mit Stufe 2 Freigabe gestattet. Jedes Personal, das mit SCP-085 in Kontakt kommt, muss sich zufälligen Durchsuchungen und psychologischen Analysen beim Betreten und Verlassen des Isolationsbereichs unterziehen lassen. Absolut kein Papier oder Leinwände dürfen den Isolationsraum von SCP-085 verlassen. Der Papiermüll muss nach sorgfältiger Untersuchung durch Verbrennung entsorgt werden. Papier- und Zeichenutensilien dürfen nur von autorisiertem Personal mitgebracht werden. Im Falle eines Feuers wird der Brand mittels atmosphärischem Wechsel und einem CO2-Löschsystem erstickt. Das Personal ist angewiesen, beim geringsten Anzeichen von Rauch und Feuer eine Atemschutzmaske und Sauerstofftanks von der Wand zu sichern, um Ersticken vorzubeugen, da dieser Vorgang nicht angehalten werden kann, bis alle Feuer gelöscht sind. Beschreibung. SCP-085 ist das Resultat eines Experimentes, das zwischen SCP-914 und SCP-067 ausgeführt wurde. Testsubjekt 1101F zeichnete eine weibliche Figur, ca. 15 cm groß und 3,8 cm breit, mit einem Sommerkleid und langen Haaren, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Der Name Cassandra wurde darunter geschrieben. Dr. Daten gelöscht. Beabsichtigte SCP-914 mit verschiedenen Einstellungen auf Bilder von SCP-067 anzuwenden.
Durch die Einstellung, fein, wurde die Cassandra-Skizze in ihre jetzige Form transmutiert. Eine empfindsame, schwarz-weiß animierte junge Frau mit klaren Strichen gezeichnet. Weitere Versuche, dieses Resultat zu kopieren, schlugen fehl. SCP-085 zieht es vor, Cassie genannt zu werden. Sie ist komplett empfindungsfähig seit und ist sich ihrer zweidimensionalen Form und ihrer Limitation in einer dreidimensionalen Welt bewusst. Da man ihre Stimme nicht hören kann, hat sie gelernt, mit Foundation-Personal via Gebärdensprache und Schrift zu kommunizieren. Mit SCP-085 kann kommuniziert werden, indem man auf das Papier schreibt, auf dem sie sich befindet. Das Personal hat berichtet, dass sie freundlich und motiviert, jedoch einsam ist. SCP-085 kann mit jedem gezeichneten Objekt interagieren, als wäre es echt, wenn es sich auf derselben Seite wie es selbst befindet. Es kann zum Beispiel gezeichnete Kleidung tragen, mit skizzierten Autos fahren und gemalte Getränke zu sich nehmen. Mit Ausnahme von Personen und Tieren wird jeder Gegenstand animiert, wenn SCP-085 damit in Kontakt kommt, stockt und hält aber, sobald der Kontakt abgebrochen wird. Objekte, die von vornherein Bewegung bildlich darstellen, wie zum Beispiel Meereswellen und sich wiegende Bäume, werden ausgeglichen animiert und ruhen, bis sich SCP-085 ihnen wieder nähert. SCP-085 hat ebenfalls die Fähigkeit gezeigt, von einem Bildbogen zum anderen zu wechseln, solange die beiden bündig anliegen. Wenn SCP-085 ein Bild betritt, auf dem sich keine gezeichneten Objekte befinden, wie sich wiederholende Muster, wird das Bild zu einem Hintergrund konvertiert. SCP-085 nimmt das Bild als endlose Fläche wahr, auf der das Bild gezeichnet ist. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann SCP-085 nur auf Papier oder Leinwand existieren. SCP-085 kann nicht auf Fotos, Karton, Glas oder Pergament transferieren. Wenn es andere Kunstwerke betritt, nimmt SCP-085 den jeweiligen Stil ihrer neuen Umgebung an, egal ob es ein Comicbuch, ein Ölbild, Aquarell oder eine Kohlezeichnung ist. Anmerkung: In Comicform ist ihre Stimme in Form von Gedanken und Sprechblasen in typischer Comic-Manier sichtbar. Und während sie zwischen den Paneelen wechselt, ändert sich auch ihre Perspektive und relative Größe passend. Dokument 0851. Einführung zu einigen Ausdrucken erstellt von MC Escher. Cassandra, dies ist als Aufstieg und Abstieg bekannt. Was denkst du? Zu diesem Zeitpunkt geht SCP-085 ein paar Mal durch das Treppenhaus. Es ist schön, glaube ich. Würde einen feinen Übungskurs abgeben. Du siehst nichts Widersprüchliches am Treppenhaus? Nein, so wie ich das sehe, geht es die ganze Zeit nur rauf und runter. Warum machen das nicht mehr Treppenhäuser? Das ist ziemlich nett. Nach dieser Sitzung verlangte SCP-085 einige unmögliche Objekte in ihrer Umgebung. Diese Anfragen erwarten noch die O5-Freigabe. Dokument 0852. Vorfall 085A. Vor dem war sich SCP-085 ihrem Dasein als zweidimensionales Objekt in einer dreidimensionalen Welt nicht bewusst. Frühere Sicherheitsprotokolle sahen vor, dass SCP-085 sich ihrer wahren Natur nicht bewusst gehalten werden musste, um psychologischem Stress vorzubeugen. Ungereimtheiten mit der wahrgenommenen realen Welt wurden als Träume oder Albträume ausgelegt und SCP-085 wurde weisgemacht, dass es in einer postapokalyptischen Welt lebe, auf der Suche nach weiteren Überlebenden. Diese Täuschung wurde schnell gebrochen, als ein Foundation-Forscher versehentlich eine Kopie des Sicherheitsberichtes in die Isolationseinrichtung brachte
und es mit dem aktuellen Aufenthaltsort des Artefakts in Kontakt kam. SCP-085 transferierte auf das Dokument, bevor der Forscher es entfernen konnte, und wurde sich augenblicklich über seine wahre Natur bewusst. Aufgrund des Isolationsbruchs rieten einige Forscher zur sofortigen Vernichtung des Artefakts. Diese Entscheidung wurde dem O5-Rat vorgelegt, welcher mit einer Mehrheit von zu für die weitere Existenz von SCP-085 stimmte. Seit der Offenlegung ihrer wahren Natur haben Beobachter gemeldet, dass SCP-085 begann, Zeichen von klinischer Depression zu zeigen. Eine Psychotherapie wurde vorgeschlagen, konnte aber aufgrund der Art ihrer Existenz schwierig durchzuführen sein. Es gab Erfolge darin, SCP-085 konkrete Gründe zu liefern, sich von ihrem Zustand abzulenken. Zusätzlich zu den vorhergenannten optischen Täuschungen zeigte SCP-085 ein reges Interesse in einem Set technischer Zeichnungen für einen Ford Mustang Convertible von 1964, um die Teile eins nach dem anderen in ein mehr naturalistisches Kunstwerk zu transferieren und das Fahrzeug dann per Hand über ein Jahr lang zusammenzubauen. Für die Benzinversorgung sorgt ein Norman Rockwell-Druck eines Tankwarts. Anfragen für weitere Ablenkungen dieser Art erwarten eine Stufe O5-Durchsicht und Freigabe. Gegenstandsnummer SCP-086. Objektklasse sicher. Spezieller Haltungsprozess. SCP-086 wird im Büro A19 in der Biologischen Forschungsstation 71 aufbewahrt. Der Sekretärplatz außerhalb der Tür muss von einer bewaffneten Wache besetzt sein. Sämtliche Komponenten von SCP-086 müssen innerhalb von 6 Metern zueinander aufbewahrt werden. SCP-0861 muss auf dem Schreibtisch mit einer einfachen Verbindung zum Telefon und dem Sekretärplatz bleiben. Jede Kommunikation zwischen dem Personal und SCP-086 muss aufgezeichnet, abgeschrieben und archiviert werden. Alle 6 Tage muss SCP-0862 zum Anspitzen von 4 standardmäßig erworbenen 16 cm HB-Bleistiften benutzt werden, bis diese zu mindestens 95% der Masse jeden Stifts in Späne umgewandelt wurden. SCP-0862 darf nicht geleert werden. Selbst dann nicht, wenn das Personal feststellt, dass es verstopft ist. In diesem Fall hat das Personal 10 Minuten zu warten, bis es einen weiteren Anspitzversuch unternimmt. Alle 7 Tage muss SCP-0863 mit einem Riegel von 200 standardmäßig erworbenen Heftklammern gefüllt werden. Alle 20 Tage muss SCP-0864 mit 15 Bögen vor Ort produziertem blanken Zellulose-Acetatfilm bestückt werden. SCP-086 muss immer dann geleert werden, wenn der Abfall mehr als die Hälfte füllt. Der Abfall ist der Verbrennung zuzuführen. Aller Lesestoff, der von SCP-086 angefordert wird, muss von der Standortführung genehmigt werden. Alle Forschungsanträge von SCP-086 bedürfen einer Genehmigung von 2 Stufe O5-Mitarbeitern. Beschreibung: SCP-086 ist eine Ansammlung von sessilen biologischen Organismen, dessen Teile Büroutensilien von 1978 ähneln und ein Bewusstsein beinhalten, welches dem ehemaligen Foundation-Administrator Dr. gelebt 1907 bis 1978 gehören soll. Seine 8 Einzelteile bestehen aus: ein Wählscheibentelefon SCP-0861, ein an der Wand montierter Anspitzer SCP-0862,
ein Heftapparat, SCP-0863, ein Mikrofiche-Lesegerät, SCP-0864, ein Wasserkühler, SCP-0865, ein Aktenschrank, SCP-0866, ein wissenschaftlicher Taschenrechner, SCP-0867, und ein Rechenschieber, SCP-0868. Es wurde keine physische Verbindung oder elektromagnetische Übertragung zwischen diesen Objekten festgestellt. Jede Komponente von SCP-086 besteht aus biologischem Material in einem Panzer aus verschiedenen Mengen von Chitin, Keratin und Calciumcarbonat sowie Spuren von Nylon, Viskose und Polyester. DNA-Analysen ergaben, dass das Gewebe in SCP-086 zum Teil menschlichem Ursprungs und Daten gelöscht sind. SCP-0861 beinhaltet eine große Menge von neuralem Gewebe, welches als eine Art Gehirn fungiert. Abgesehen von einigen konformativen und anatomischen Abweichungen besitzt dieses Hirn den größten Teil von SCP-086 Bewusstsein. SCP-0861 besitzt auch ein Äquivalent zu Ohren, Tympanum, Gehirnknöcheln und so weiter. In der Sprechmuschel, was SCP-0861 ermöglicht, zu hören. SCP-0861 kann in der exakten Stimme von Dr. und dessen Akzent durch die Hörmuschel sprechen. Obwohl radiologische und Ultraschalluntersuchungen ergeben haben, dass es keine Kehlkopfstrukturen besitzt. SCP-0861 kann ebenfalls klingeln, wobei SCP-0861 behauptet hat, dass es ihm Kopfschmerzen bereitet. So klingelt es nur, wenn es aufwacht. Hier klingelt es zweimal in schneller Abfolge. Und wenn es in Not ist, dann klingelt es SOS als Morsezeichen. SCP-0862, SCP-0863 und SCP-0864 fungieren als Nahrungsaufnahmeorgane. SCP-0862 konsumiert Bleistiftspäne, SCP-0863 konsumiert Heftklemmern und SCP-0864 konsumiert Mikrofilme. SCP-0865 dient als Blasen- und Gedärmäquivalent, in dem metabolischen Abfälle gelagert werden. SCP-0866 beinhaltet diverse Organe, die scheinbar sensorische und manipulative Funktionen vereinen. SCP-086 hat gezeigt, dass es in der Lage ist, gedrucktes Material zu lesen und kleine Gegenstände physisch zu manipulieren. Zum Beispiel Seiten umblättern oder Dokumente alphabetisch ordnen, wenn diese in SCP-0866 platziert wurden. Auf Anfrage von SCP-086 wird regelmäßig mit nicht geheimen Lesematerialien und nicht geheimen klerikalen Werken versorgt. Die biologischen Funktionen von SCP-0867 und SCP-0868 wurden nicht ermittelt, jedoch hat SCP-086 mitgeteilt, dass es signifikantes Unwohlsein und Verwirrung erfährt, wenn sie aus seiner Umgebung entfernt werden. Und von daher wird angenommen, dass sie etwas mit seiner Wahrnehmung zu tun haben. Auch wenn SCP-0867 Eingaben akzeptiert, scheinen seine Ausgaben nur zufällige Glyphen und LED-Rauschen. SCP-086 hat gezeigt, dass es vollen Zugriff auf die Erinnerung von Dr. B. hat und alle Tests zeigen eine hundertprozentige Übereinstimmung mit bereits existierenden psychologischen Profilen von Dr. B. Jedoch hat SCP-086 angedeutet, dass es keinesfalls von sich selbst als Dr. B. denkt und dass es eine fremde Intelligenz ist, die sich meisterlich als Dr. B. ausgibt oder dass es eine Schläferpersönlichkeit ist, die insgeheim von sich selbst glaubt, Dr. zu sein. Akquirierungslog. Es wird vermutet, dass SCP-086
am 12. Juni 1978 erschaffen wurde, als Dr. vermutlich durch die PN-Klasse-Effekte resultierend aus der Stilllegung von SCP getötet wurde. Am 20. Juni 1978 wurde das Büro von Dr. vom Wartungspersonal geräumt, sodass es für seinen Nachfolger verwendet werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt begann SCP-0861 wiederholt zu klingeln, obwohl sein Telefonkabel nicht an der Buchse angeschlossen war. Das Wartungspersonal verständigte einen Stufe-3-Agenten, der SCP-0861 antwortete. Während der folgenden Konversation identifizierte SCP-086 sich als Dr. und befahl dann dem Stufe-3-Agenten, seine Sicherheitsfreigabe zu annullieren und einen kompletten Bericht über seine Existenz und seinen Besitz dem O5-Personal vorzulegen. Dr. wurde posthum für sein lobenswertes Verhalten ausgezeichnet, sich selbst als ein SCP oder unter Einfluss des anomalen Wesens, welches sein Verhalten nacheiferte, dies zu tun, zu melden. Notiz: Obwohl wir das Pflichtbewusstsein von SCP-086 wertschätzen, gibt es bisweilen keinen triftigen Grund, es als Euklid zu klassifizieren. Sollten sich die Umstände ändern, werden wir dieses in Betracht ziehen. O5. Gegenstandsnummer SCP-087. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-087 befindet sich in der Universität. Die Tür zur SCP-087 besteht aus verstärktem Stahl mit einem elektrischen Entriegelungsschloss. Die Tür ist mit einer 6 cm dicken Schaumstoffpolsterung gefüllt. Nach dem Ergebnis der letzten Erkundung, siehe Dokument 0874, hat niemand mehr Zutritt zu SCP-087. Beschreibung: SCP-087 ist ein unbeleuchtetes Treppenhaus. Jede Person, die SCP-087 erforscht, erhält eine Lichtquelle, da in SCP-087 keine Fenster oder andere Lichtquellen existieren. SCP-087 scheint Lichtquellen, die heller als 75 Watt sind, zu absorbieren. Audioaufnahmen und Testobjekte berichten von einem Geräusch, das sich wie das Weinen eines kleinen Kindes im Alter zwischen und Jahren anhörte und ungefähr 100 Meter unter der ersten Ebene entspringt. Jedoch ist jeder Versuch, das Ende der Treppe zu erreichen, fehlgeschlagen. Im Moment ist noch nicht bekannt, ob SCP-087 überhaupt ein Ende hat. Es wurden bis jetzt 4 Erkundungen mit einer Videokamera von Klasse D-Personal durchgeführt. Jede Person, die bis jetzt bei einer Erkundung war, hat SCP-0871 gesehen. Siehe Bild. Die Beschaffenheit von SCP-0871 ist bis jetzt komplett unbekannt, aber es ist klar, dass SCP-0871 nicht die Quelle des Geräusches ist. Die Testobjekte berichteten von einem Gefühl von Paranoia und Angst, wenn sie SCP-0871 sahen, was aber wahrscheinlich einfach nur eine natürliche Reaktion war. Nachtrag: 2 Wochen nach 0874 berichteten mehrere Personen von einem Klopfen aus dem Inneren von SCP-087, das alle 1 bis 2 Sekunden auftauchte. Daraufhin wurde die Tür mit 6 cm dickem Polster ausgekleidet und das Klopfen hatte aufgehört. Dokument 0871. Erkundung Nummer 1. D8432 ist ein 43 Jahre alter, durchschnittlicher Mann. Er ist ein Klasse D-Personal geworden, weil er SCP misshandelt hat.
Er ist ausgestattet mit einer 75-Watt-Lampe mit Batterien, die 24 Stunden halten sollten, einer Videokamera und einem Audio-Headset, um mit Dr. B. reden zu können. D8432 geht durch den Flur und betritt die erste Etage von SCP-087. Der Lichtkegel seiner 75-Watt-Lampe reicht nur 9 Stufen nach unten. Er kann nicht die nächste Plattform sehen. Es ist verdammt dunkel. Funktioniert Ihre Lampe? D8432 leuchtet in den Flur, durch den er SCP-087 betreten hat. Und das Licht reicht weiter als in SCP-087. Ja, sie funktioniert, aber das Licht reicht nicht zur nächsten Etage. Gut. Bitte gehen Sie weiter. D8432 geht 13 weitere Stufen nach unten und erreicht die nächste Etage. Es ist nur eine Sackgasse mit Wänden aus Beton. D8432 geht weiter nach unten und erreicht die nächste Etage, bleibt aber stehen. Wieso bleiben Sie stehen? Hören Sie das? Da unten ist ein Kind. Es hört sich zumindest so an. Kein ähnliches Geräusch ist durch das Mikrofon zu hören. Könnten Sie bitte das Geräusch beschreiben? Es ist jung. Wahrscheinlich ein Mädchen oder ein ziemlich kleiner Junge. Es weint und schluchzt und sagt, bitte, Hilfe. Es wiederholt das die ganze Zeit. Können Sie mir sagen, wie weit das Geräusch ungefähr entfernt ist? Ich weiß nicht. So ungefähr 200 Meter. Gut. Bitte gehen Sie weiter. D8432 geht weitere 13 Schritte und erreicht die nächste Etage. Nun wird das Weinen auch durch das Mikrofon aufgenommen. Es ist ein Schluchzen zu hören und die Wörter Hilfe, Bitte und hier unten zu vernehmen. Können Sie es immer noch hören? Ja. Gut. Ich kann es jetzt auch hören. Bitte gehen Sie wieder weiter und bleiben Sie erst stehen, wenn sich irgendetwas ändert. Ich komme verdammt noch nicht mal näher an das Geräusch. Es hört sich immer noch so an, als ob das Weinen 200 Meter entfernt wäre. Ich habe es auch gemerkt. Gehen Sie einfach weiter. D8432 geht weiter bis zum 50. Stockwerk. Er bleibt stehen und zählt die Stockwerke. Er ist jetzt ungefähr 200 Meter unter der ersten Plattform. 34 Minuten sind schon vergangen. Das Weinen ist immer noch gleich laut. Ich fühle mich nicht so gut. Sie waren schon eine halbe Stunde lang im Dunkeln in einem unbekannten Treppenhaus. Das ist normal. Gehen Sie einfach weiter. D8432 zögert etwas, geht aber weiter. Nach ein paar Stufen sieht er ein Gesicht weiter unten, siehe Bild. Das Gesicht bewegt sich nicht, hält aber direkten Augenkontakt. Oh mein Gott! Was zum Teufel ist das? Heilige Scheiße! Können Sie beschreiben, was Sie sehen? Es ist irgend so ein menschliches Gesicht und es sieht mich an! Es sieht mich direkt an! Bewegt es sich? Nein, es starrt mich einfach nur an! Es ist so gruselig! Bitte nähern Sie sich diesem Gesicht. Ich will verdammt nochmal nicht! SCP-0871 taucht plötzlich ungefähr 50 Zentimeter vor seinem Gesicht auf. Fuck, fuck, fuck! D8432 rennt schnell die Treppe rauf. Er erreicht das Erdgeschoss nach 18 Minuten, kollabiert und wird bewusstlos. Es gibt keine Anzeichen von SCP-0871. Medizinische Untersuchungen zeigen, dass D8432 durch Erschöpfung bewusstlos wurde. Dokument 0872, Erkundung 2. D9035 ist ein starker, 28-jähriger afroamerikanischer Mann. Er hat keinen ungewöhnlichen psychologischen Hintergrund, bis darauf, dass er einen extremen Hass auf Frauen hat. D9035 ist ausgerüstet mit einer 100-Watt-Lampe mit Batterien, die 24 Stunden halten. Außerdem ist er mit einer Kamera, einem Headset für die Kommunikation mit Dr. B. und einem Rucksack mit 75 LED-Leuchten ausgestattet.
Die Leuchten werden durch Drücken ein- und ausgeschaltet. D9035 leuchtet mit der Lampe die erste Treppe herunter. Obwohl die Lampe stärker ist als beim ersten Versuch, siehe Dokument 0871, reicht der Lichtkegel wieder nur bis zur 9. Stufe. Sie wollen, dass ich da runtergehe, Doc? Bitte leuchten Sie mit der Lampe raus aus SCP-087, um zu sehen, ob die Lampe einwandfrei funktioniert. D9035 leuchtet in den Flur, durch den er in SCP-087 gelangt ist. Der Lichtkegel ist in der Tat heller als bei Dokument 0871. Gut, gehen Sie jetzt nach unten zur nächsten Etage. Hey, Doc, muss ich das wirklich tun? Bitte gehen Sie nach unten zur unteren Etage. Doc, sehen Sie, ich... Gehen Sie jetzt sofort zur Etage unter Ihnen! D9035 zögert etwas, geht aber trotzdem nach unten und bleibt stehen. Ist das ein Kind? Bitte nehmen Sie jetzt eine der LEDs und befestigen sie an der Wand. Doc, hören Sie das? Ist da unten ein Kind? Das ist unbestätigt. Bitte befestigen Sie jetzt eine der LEDs an der Wand, um zu sehen, ob sie funktionieren. D9035 zögert wieder etwas, nimmt dann aber eine LED von seinem Rucksack ab und befestigt sie an der Wand, drückt drauf und sie leuchtet. Schalten Sie jetzt bitte Ihr Licht ab. D9035 zögert wieder einmal etwas und schaltet dann sein Licht aus. Die LED beleuchtet die Plattform, das Licht reicht aber nicht zur ersten Stufe. Gut, Sie können Ihr Licht wieder anschalten. Bitte gehen Sie jetzt weiter und befestigen Sie bei jeder Etage eine LED an der Wand. Und wenn Sie irgendetwas Ungewöhnliches bemerken, bleiben Sie stehen. D9035 schaltet sein Licht wieder an und geht weiter zur nächsten Etage. Als er zur nächsten Plattform kommt, nimmt das Mikro jetzt auch das Weinen auf, vergleichbar mit der Lautstärke vom letzten Versuch. Können Sie immer noch dieses Geräusch von vorher hören? Ja. Sie ist wahrscheinlich 150 bis 200 Meter unter mir. So, soll ich zu ihr gehen? Hören Sie, Doc, ich kann nicht gut mit Kindern umgehen. Bitte platzieren Sie Ihr Licht und gehen weiterhin nach unten, bis Sie irgendetwas Ungewöhnliches bemerken. Das Subjekt bringt das Licht an der Wand an und schaltet es ein. Dann geht es zur nächsten Etage und bringt das nächste Licht an und aktiviert es. D9035 wiederholt das für die nächsten 25 Plattformen, bevor es stehen bleibt. Ich glaube nicht, dass ich diesem Kind näher komme, Doc. Wie weit würden Sie die Entfernung zum Geräusch schätzen? Immer noch 150 bis 200 Meter. Danke. Fahren Sie bitte fort. D9035 macht das Gleiche für die nächsten 24 Stockwerke. Er bleibt an der 51. Plattform stehen. Die Aufnahme zeigt einen Krater in der Wand, der ungefähr 50 cm lang und 10 cm breit ist. Die erste Stufe unter der Plattform scheint komplett zertrümmert zu sein. Sehen Sie das? Ja. Können Sie bitte beschreiben, was Sie sehen? Sieht so aus, als ob etwas in der Wand aufgeschlitzt wurde und die Stufe hier ist komplett zerbröckelt und so. Der Strich sieht aus wie ein echt glattes... D9035 berührt den Krater. Ja, es ist glatt. Fühlt sich an wie Glas. Danke. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Sehen Sie, Doc, ich glaube, ich bin weit genug gegangen. Wir haben eine Abmachung. Gehen Sie jetzt weiter. Abmachung hin oder her. Ich will das nicht machen. Daten gelöscht. D9035 geht über die zerstörte Stufe und dann weiter. An der nächsten Plattform ist alles normal. Er bringt das Licht an der Wand an und es passiert für die nächsten 38 Stockwerke nichts Ungewöhnliches. Das Geräusch ist bis jetzt nicht näher gekommen. D9035 ist auf der 89. Plattform und ist in 74 Minuten seit dem Anfang der Erkundung vergangen. Das Subjekt muss ungefähr 350 Meter vom ersten Stockwerk entfernt sein. Ich glaube, dieses Kind versucht nur, mich dort runterzulocken. Ich glaube, es ist Zeit für mich zu...
D9035 hört auf zu sprechen und stellt jede Bewegung ein, als er SCP-0871 sieht. Das Gesicht starrt direkt auf D9035. Obwohl SCP-0871 sich nicht zu bewegen scheint, taucht es diesmal 38 Stockwerke unter der Position von Erkundung 1 auf. Gibt es einen Grund, wieso sie stehen geblieben sind? D9035 reagiert nicht. D9035 atmet schneller. SCP-0871 bleibt weitere 13 Sekunden stehen und blinzelt. Ich will hier weg! Ich will hier weg! Ich will hier weg! SCP-0871 verschwindet und taucht ungefähr 90 cm vor D9035 auf. Das Subjekt dreht sich um und rennt die Treppe hinauf. Bitte beruhigen Sie sich. Bleiben Sie stehen und drehen Sie sich um. Wir müssen uns das Gesicht genauer ansehen. D9035 ignoriert Dr. und rennt weiterhin die Treppe hoch. Er schreit immer noch. D9035, können Sie mich hören? Bitte bleiben Sie stehen. D9035 reagiert nicht und sprintet weiterhin die Treppe hoch. Sein Geschrei wird zu langem. Nach 72 Stockwerken kollabiert D9035 auf der 17. Plattform. D9035, können Sie mich hören? D9035 antwortet nicht, aber lautes Atmen ist durch das Mikro zu hören. Für die nächsten 14 Minuten ist D9035 unbeweglich. Der Videofeed zeigt nur schwarz und durch das Mikro ist nur das Atmen und das Weinen des Kindes zu hören. Nach 14 Minuten und 32 Sekunden, ohne irgendwelche Änderungen, ist ein schneller Herzschlag nicht vergleichbar mit dem Herzschlag eines Menschen zu hören und ein tiefes Knacken. 7 Sekunden später keucht D9035 und wacht auf. Er fängt wieder an, die Treppe wortlos hochzusteigen. Außer dem Herzschlag und dem Knacken ist nichts Ungewöhnliches auf dem Audiofeed zu hören. D9035 reagiert immer noch nicht. D9035 verlässt SCP-087 und setzt sich auf den Flur außerhalb von SCP-087 hin. Dokument 0873, Erkundung Nummer 3. D9884 ist eine 23 Jahre durchschnittlich gebaute Frau. Psychologischer Hintergrund zeigt eine Geschichte der Depression an. Die Person hat eine minimale Ausrichtung, übermäßige Gewalt, Daten gelöscht, anzuwenden. D9884 wird mit einer 75-Watt-Taschenlampe, einer Kamera und einem Audiokopfhörer für die Kommunikation mit Dr. an der Kontrolle ausgerüstet. D9884 wird auch mit einem Rucksack ausgestattet, der 3,75 Liter Wasser, 15 Energy-Riegel und eine Wärmedecke enthält. D9884 steht auf dem Boden von SCP-087. Die Taschenlampe leuchtet nur bis zu den ersten 9 Stufen. LED-Lampen, die auf der Wand während der letzten Erforschung hängen, sind nicht mehr sichtbar. Gehen Sie bitte die erste Etage hinunter und untersuchen Sie die Mauer. D9884 geht 13 Schritte und hält bei der Wand an. Es gibt keine Spur der Lampen an der Position von der Erforschung Nummer 2, wo sie sein sollten. Ja, es ist eine schmutzige Wand. Es gibt nichts zu sehen. Nein, warten Sie. Es ist ein kleines bisschen klebrig, genau hier. D9884 zeigt den Punkt auf der Wand an, wo die LED-Lampe sein sollte. Dort ist ein Kind, das da unten schreit. Sie schreit um Hilfe. Danke. Gehen Sie bitte weiter die Stufen runter, bis Sie irgendetwas Ungewöhnliches bemerken. D9884 steigt hinunter. Nach dem Erreichen der folgenden Etage, die des schreienden mit den vorherigen 2 Erforschungen im Einklang stehenden Kindes ist, wird aufgenommen. Keine LED-Lampen scheinen auf einigen Wänden da zu sein. D9884 geht ohne Ereignis weiter, bis die Etage erreicht ist. Ey, da
Dort ist etwas auf dem Boden und es riecht wirklich eklig. Es ist alles klebrig und auf meinem Schuh klebt es auch. Es ist so eklig! Eine Videoanalyse bestätigt, dass die Substanz einen Raum von etwa 50 cm einnimmt. Können Sie den Geruch beschreiben? Es riecht wie altes, rostiges Metall und Pisse. Danke. Machen Sie bitte weiter, bis Sie irgendetwas anderes bemerken. D9884 geht zur 51. Etage ohne Ereignis. Die 51. Etage bleibt unverändert von der vorherigen Entdeckungsreise und ähnliche Beobachtungen werden gemacht. D9884 wird wieder gebeten, bis zu irgendetwas Ungewöhnlichem hinunterzusteigen, bis etwas passiert. Das Subjekt geht weiter, bis sie die 89. Etage erreicht. Der Livestream zuckt und D9884 schreit. Ah! Scheiße! Dort ist ein Loch im Boden und ich bin fast hineingefallen! Der Livestream bestätigt die Anwesenheit eines Loches von etwa 1 Meter Durchmesser. D9884 zeigt mit der Taschenlampe in das Loch. Es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Etwa 4 Sekunden vergehen und ein Licht von einem unbestimmten Abstand geht nach unten in das Loch und dann wieder aus. Es gab ein Licht da unten. Es ist wieder verschwunden. Haben Sie es gesehen? Ja. Können Sie die Tiefe dieses Loches schätzen? Keineswegs. Dafür ist es zu tief. Mindestens 1 Kilometer. Aber es scheint tiefer zu sein. Danke. Können Sie noch die Töne des Kindes hören? Aha. Es klingt, als wäre es noch weit weg. Ich fühle aber, dass ich näher komme. Machen Sie bitte unten weiter, bis Sie auf irgendetwas Ungewöhnliches stoßen. D9884 geht weiter. Seit ungefähr einer Stunde läuft sie SCP-087 164 Etagen hinunter. Sie hält an, um auf der 253. Etage eine Pause einzulegen, einen Energy-Riegel und mehrere große Schlucke von Wasser aufzunehmen. D9884 ist geschätzte 1,1 Kilometer unter der anfänglichen Etage. Noch hat sich der Ton des Kindes nicht geändert. Nach dem Pausieren von 4 Minuten geht D9884 weitere 216 Etagen, die 1,5 Stunden dauern. D9884 ist auf der 469. Etage, ungefähr 1,8 Kilometer unter dem Boden. Ich will nicht mehr. Ich denke, es ist Zeit, dass ich zurückgehe. Das Runtergehen ist eine Sache, aber das Hinaufsteigen der ganzen Treppen... Sie sind mit Essen, Wasser und Decken versorgt worden, um sie 24 Stunden zu verpflegen. Machen Sie bitte unten weiter. Nein, ich denke, ich werde zurückgehen. D9884 dreht sich zum vorherigen Stockwerk um. Ich... SCP-0871, das Gesicht, ist direkt hinter D9884 und blockiert den Gang nach oben. Das Gesicht erscheint etwa 30 cm vor der Linse der Kamera. Seine Augen fixieren direkt die Linse. Dieses Mal sind sie nicht auf D9884 gerichtet, sondern auf die Person, die den Livestream schaut. Der Videostream stoppt für 4 Sekunden, welche durch ein statisches, schreiendes Geräusch vom Audiofeed begleitet werden. Das Video springt dann zu holprigen Aufnahmen von D9884, welches schnell die Stufen wieder hinaufspringt. Es ist mir hinterhergelaufen! Es war die ganze Zeit direkt hinter mir! Und ich dachte die ganze Zeit, hinter mir ist alles in Ordnung! Doktor! Doktor! Tun Sie bitte etwas! Helfen Sie mir bitte! Oh Gott, machen Sie es bitte weg! Bitte! Helfen Sie bitte, es verschwinden zu lassen! Es schaut auf mich! Es starrt mich an, als hätte es gewusst, dass ich hier bin! Es beobachtet mich diese ganze Zeit! Oh Gott, helfen Sie mir! Bitte, bitte! D9884 rennt weiter, schreit und fleht hysterisch um Hilfe, während sie schnell die Treppe hinunterrennt. Das vorher gehörte statische Schreien scheint den Audiofeed zu übersteuern.
unter dem noch der ursprüngliche Ton des schreienden Kindes gehört werden kann. Etwa 14 Etagen tiefer schwingt der Videostream und zeigt das Gebiet direkt hinter D9884. Das Gesicht ist jetzt etwa 20 cm vor der Kameralinse. Es starrt nicht auf das Subjekt, sondern eher auf das Objekt, was auf der Kameralinse fixiert ist, um die Illusion zu haben, Augenkontakt mit dem zu haben, der das Video in der gesamten Länge anschaut. Es ist wichtig zu bemerken, dass seit dem Folgen von SCP-0871 der Ton des Mädchens, das schreit und flehentlich bittet, immer lauter wurde, was zeigt, dass D9884 sich der Quelle nähert. Nach ungefähr 150 in Panik versetzten Etagen des Abstiegs, mit 3 Sehbestätigungen von SCP-0871 noch in der Verfolgung, scheint D9884 bewusstlos zu werden. Die Audioaufnahme zeigt, dass sie näher an dem Schreien und somit näher an der Quelle war. Das statische und schreiende Geräusch geht weiter. Der Videostream zeigt, dass D9884 noch nicht das Ende des Treppenhauses erreicht hat. 12 Sekunden Regungslosigkeit vergehen, bevor das Gesicht direkt in die Kamera schaut. Es scheint so, als hätte es Augenkontakt mit dem Betrachter. Audio- und Videostream schalten sich aus und es wird keine Verbindung mehr hergestellt. Daten gelöscht. Gegenstandsnummer SCP-088. Objektklasse sicher. Spezieller Haltungsprozess. SCP-088 muss zu jeder Zeit in seiner Kiste versiegelt bleiben. Die Kiste wurde aus transparentem Acryl-Plexiglas gefertigt, um den korrosiven Eigenschaften der Sekrete von SCP-088 zu widerstehen. Im Fall, dass SCP-088 aus seinem Winterschlaf erwachen sollte, muss jeder Raum, in dem es gelagert wird, aus haltbaren Kunststoffen, Gummi oder Keramik gefertigt sein, um zu verhindern, dass es entkommen kann. Die Temperatur im Isolationsraum von SCP-088 darf 15 Grad Celsius nicht überschreiten. Jedes Personal, das den Isolationsraum betritt, muss die Stufe 4 Protokolle für gefährliche Materialien einhalten und zu jeder Zeit angebrachte Schutzkleidung tragen. Jedes Personal, das in Gegenwart von SCP-088 keine geeigneten Eindämmungsprotokolle einhält, muss zu D-Klasse-Personal degradiert und zur Beobachtung inhaftiert werden. Beschreibung: SCP-088 ist ein Humanoid mit reptilienartigen Merkmalen und scheint in einer kraftlosen Haltung mumifiziert zu sein. Dennoch befindet sich SCP-088 in einer Art Winterschlaf, aus der es erwachen könnte, sollte es wieder einer angenehmeren Umgebung als in seiner momentanen Isolation ausgesetzt sein. Forschungen haben ergeben, dass SCP-088 ungefähr 6000 Jahre alt und in der Lage ist, eine Art von schädlichen, biologischen Substanzen aus seinem Mund und den Händen auszuscheiden. Einige dieser Substanzen könnten von hohem strategischem Wert sein, sollte man sie nachbilden. Doch solange kein Weg gefunden wurde, diese Substanzen zu sammeln, ohne SCP-088 aufzuwecken, sind Forschungen in diese Richtung auf Eis gelegt. SCP-088 wurde zusammen mit den mumifizierten Überresten von weiteren 23 Wesen mit ähnlicher Morphologie geborgen. Jedoch war keines dieser Wesen lebendig und Untersuchungen ließen vermuten, dass sie ursprünglich menschlich waren. Die Informationen, gesammelt von den Agenten E0883 und E0887 und ihre späteren Mutationen aufgrund von SCP-088, bestätigen diese Theorie. Anhang: SCP-088 wurde 1900
1930 aus einem unterirdischen Komplex unter Los Angeles, Kalifornien, geborgen. Die Stätte wurde ursprünglich von G. mit Hilfe eines Gerätes, das er Radio-Röntgenstrahlen nannte, entdeckt. Das Gerät war wenig mehr als eine mechanische Wünschelrute. Während die Methode von dubios war, war es seine Entdeckung nicht. Nachdem er einige Tunnel und ehemalige Goldlagerstätten unter der Stadt kartografiert hatte, verkündete, dass er die verlorene Stadt der Echsenmenschen gefunden hatte, wie sie in den Legenden des Hopi-Stammes aus Arizona beschrieben wurde. Die Behauptung von reichten so weit, dass sie es am 29. Januar 1934 auf die Titelseite der Los Angeles Times schafften, noch bevor die Foundation seine Behauptung verifizieren und zum Schweigen bringen konnte. Der unterirdische Komplex war nicht annähernd so ausgedehnt, wie die Legenden ihn beschrieben, und die geborgenen Artefakte waren zu zerfallen, um daraus brauchbare Informationen zu gewinnen. Bis auf eine lange Nachricht, die in die Wand eines unfertigen Tunnels geritzt worden war. Für eine teilweise Übersetzung des Textes siehe Dokument 08814. Übersicht der Eindämmungsbrüche. In über 70 Jahren der Isolation ist SCP-088 nur zweimal aus seinem Winterschlaf erwacht, was zum Eindämmungsbruch durch ätzende Flüssigkeiten kam, die Mineralien und Metalle zersetzten. Jedes Mal wurde Personal einem zweiten Stoff ausgesetzt, den SCP-088 zu seiner Fortpflanzung nutzt. Personen, unter dessen Einfluss unterlaufen, einer schmerzhaften Mutation, infolgedessen sie die gleichen physischen Eigenschaften mit SCP-088 teilen. Die wenigen, die einer größeren Menge des Stoffes durch Mund-zu-Mund-Übertragung ausgesetzt waren, wurden am schnellsten verändert und opferten sich darauf folgend selbst, um SCP-088 vor Schaden zu bewahren. SCP-088 hat auch die Fähigkeit gezeigt, potente Neurotoxine in Gas und flüssiger Form zu produzieren, um damit das Eindämmungspersonal anzugreifen. Die Isolation wurde während des zweiten Bruchs erreicht, indem man SCP-088 und betroffenes Personal in der Einrichtung zusammen isolierte und die Temperatur senkte. Das betroffene Personal baute aus weggeworfener Ausrüstung ein Podest, auf dem SCP-088 eine liegende Position einnahm, bevor es wieder in seinen Winterschlaf verfiel. Das Personal wurde an diesem Zeitpunkt neutralisiert und SCP-088 wieder der Isolation zugeführt. Die momentane Strategie mit gesenkter Temperatur und nicht-metallischen Materialien erwies sich als erfolgreich bei der Isolation von SCP-088. Am November 1900 wurde SCP-088 als sicher neu klassifiziert. Gegenstandsnummer SCP-089. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-089 befindet sich in einem speziellen Container bei Standort 36 und wird für den Fall, dass es spricht, überwacht. Die Mobile Task Force MU-89, bestehend aus Personal mit einer fortgeschrittenen Ausbildung in Linguistik, Psychologie und taktischer Diplomatie, ist eingerichtet worden, um auf derartige Vorfälle zu reagieren. Bei dem Eintritt eines solchen Vorfalls ist MTF MU-89 dazu verpflichtet, das Gesprochene zu übersetzen und die Ausdrucksweise zu deuten, sowie die wesentlichen Subjekte, die dies auslösen, zu bestimmten, hierin als SCP-089-A und SCP-089-B bezeichnet, und dann Protokoll M8 auszuführen, welches aus den folgenden Schritten besteht. Erstens, SCP-089 wird zu SCP-089-A Standort gebracht
und Protokoll M8 wird SCP-089-B erklärt und zweitens, zu dem Zeitpunkt, an dem SCP-089-B dazu vorbereitet ist, Protokoll M8 freiwillig auszuführen, soll SCP-089-B jede Unterstützung geleistet werden, nach der es fragen könnte. Die erfragte Unterstützung muss sich auf eine der folgenden Aktionen beziehen: das Hineinlegen von SCP-089-A in den Hohlraum zusammen mit entflammbaren Materialien wie geöltem Holz oder Holzkohle, die Entzündung der Gegenstände. Die erfolgreiche Durchführung von Protokoll M8 benötigt die freiwillige Zustimmung von SCP-089-B in einem nüchternen und ungezwungenen Zustand. SCP-089-A muss während der Durchführung des Protokolls ebenfalls bei Bewusstsein und ansprechbar sein. Es wird vorgeschlagen, dass SCP-089-B nach der Entzündung zurückgehalten, wenn auch nicht ruhig gestellt wird, um eine Störung des Protokolls zu verhindern, da der Prozess extrem schmerzvoll und tödlich für SCP-089-A ist. Falls SCP-089-B sich weigert, Protokoll M8 in Übereinstimmung mit den oben genannten genauen Angaben freiwillig durchzuführen, ist MTF-MU89 dazu verpflichtet, die potenziellen Folgen des Scheiterns der erfolgreichen Durchführung des Protokolls zu erklären und alle Versuche zu unternehmen, um SCP-089-B von einer Mitarbeit zu überzeugen. Wenn MTF-MU89s beste Versuche, SCP-089-B davon zu überzeugen, erfolglos sind, muss SCP-089 als Keta klassifiziert werden und Protokoll M9 ausgeführt werden. Bezug auf Dokumentation 089-M9. Der Gebrauch von Einschüchterungen, Drohungen und bewusstseinsverändernden Drogen oder berauschenden Getränken in einem Versuch, SCP-089-Bs freien Willen zu beeinflussen, und jeder Versuch, Protokoll M8 ohne SCP-089-Bs Teilnahme oder freiwillige Mitarbeit oder anders als beschrieben auszuführen, sind strikt verboten, weil diese Maßnahmen die versuchte Vollendung des Protokolls ungültig machen und dafür bekannt sind, die Schwere des dazugehörigen Typ-S-Ereignis zu steigern. Es wird ebenfalls vorgeschlagen, dass, auch wenn es kein erforderlicher Teil von Protokoll M8 ist, veranlasst wird, dass die Durchführung von Schritt 2 des Protokolls M8 von dem Klang von Hörnern und Schlaginstrumenten begleitet wird, weil das die Geräusche, die SCP-089-A während der Durchführung des Protokolls macht, übertönen könnte. Bei einer erfolgreichen Durchführung von Protokoll M8 beginnt das dazugehörige Typ-S-Ereignis üblicherweise innerhalb von 7 Stunden nachzulassen. Beschreibung: SCP-089 ist eine ca. 3 Meter große, verglaste Tonstatue, die einen geflügelten, stierköpfigen Humanoiden mit einem offenen Mund darstellt. Die Vorderseite des Körpers der Statue ist klappbar und kann von der Oberseite geöffnet werden, um einen ca. 0,6 Kubikmeter großen Hohlraum zu offenbaren, der von außen verschlossen werden kann. Auf der Rückseite der Statue befindet sich eine Inschrift in einer kanaanischen Sprache, möglicherweise punisch. Dr. P. übersetzte einen Ausschnitt des Textes als Albtraum des Moloch, Moloch der Lieblose, Moloch des Denkens, Moloch der harte Richter über die Menschen. Die Statue stammt schätzungsweise aus dem 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Nur zu vereinzelten Anlässen, die manchmal durch Zeitabschnitte, die länger als ein Jahrhundert sind, getrennt sind, spricht die Statue. Der Mechanismus, durch den diese Laute entstehen, ist unerklärbar und der Mund der Statue bewegt sich beim Reden nicht. Die Äußerungen der Statue sind in einer kanaanäischen Sprache, vermutlich dieselbe Sprache wie die der Inschrift.
und sind zusammengesetzt aus dem Namen oder einer Beschreibung von SCP-089-A, einer Aufforderung, Protokoll M8 auszuführen, zusammen mit den dazu benötigten Anleitungen und einer Beschreibung des dazugehörigen Typ-S-Ereignis in symbolischer Sprache. Innerhalb von 3 bis 11 Tagen, nachdem SCP-089 gesprochen hat und das Typ-S-Ereignis begonnen hat, findet das im Ereignis beschriebene Treffen statt. Das Treffen findet nicht statt, wenn Protokoll M8 schon durchgeführt wurde. Jedes Typ-S-Ereignis ist eine epidemische Naturkatastrophe, eine Massenhysterie, die Völkermorde oder andere Massaker zur Folge hat, oder ein anderes Ereignis, das umfangreiche Sachschäden und den Verlust von Menschenleben über einen Zeitraum, der bis zur erfolgreichen Vervollständigung von Protokoll M8 andauert, mit sich bringt. In jedem Fall eines solchen dokumentierten Ereignisses ist das dazugehörige Typ-S-Ereignis, während es signifikant ist, auf eine geografische Fläche beschränkt, die SCP-089-B nicht direkt betrifft. Dies hat in einigen dokumentierten Fällen in einer längeren Zeitdauer der Anhängigkeit des Typ-S-Ereignis resultiert, durch SCP-089-Bs Unwissen von SCP-089 oder von Protokoll M8 oder durch SCP-089-Bs Unfreiwilligkeit, Protokoll M8 durchzuführen, um das Typ-S-Ereignis aufzuhalten. Für jedes Ereignis, bei dem SCP-089 spricht, ist SCP-089-A entweder ein gesunder und makelloser menschlicher Säugling oder ein gesundes, makelloses Kind in einem Alter zwischen 8 Monaten und 6 Jahren. Und SCP-089-B ist die natürliche Mutter des Kindes. In allen dokumentierten Fällen sind SCP-089-A und SCP-089-B, während SCP-089 spricht, beide lebendig und gesund und haben ein starkes Band des Vertrauens und der Zuneigung zu dem jeweils anderen. Im Anschluss an SCP-089-Bs Platzierung von SCP-089-A in dem Hohlraum und der Entzündung der brennbaren Materialien verbrennt SCP-089-A und wird über einen Zeitraum von 2 bis 5 Stunden zerstört. Anhang 1. Notiz aus Dr. Garcias Akte. Während SCP-089s Rolle im eigentlichen Verursachen von Typ-S-Ereignissen unklar ist, hat die Erfahrung gezeigt, dass die schnelle und präzise Ausführung von Protokoll M8 wirksam bei der Begrenzung der Schäden der Ereignisse ist. Dr. Patel vermutete, dass SCP-089 die Typ-S-Ereignisse nicht auslöst, sondern sie bloß vorhersagt und eine Möglichkeit gibt, deren Effekte zu mildern. Anhang 2. Eine unvollständige Liste von aufgezeichneten Typ-S-Ereignissen, die durch Protokoll M8 beendet wurden, inklusive der dokumentierten Abschlüsse von Protokoll M8, die älter als die Beschaffung und Verwahrung von SCP-089 durch die Foundation sind, folgt. Datum des Tages, an dem SCP-089 gesprochen hat, 16. März 1788. Beschreibung des Typ-S-Ereignis im Vorfall. Die Flamme sollen ihre Häuser verschlängen! Ja, und ihre Märkte und ihre Tempel und all ihre Aufenthaltsplätze, sie sollen zerstört werden! Typ-S-Ereignis, Feuer in... Ergebnis: Protokoll M8 wurde am 29. Tag nach dem Tag, an dem SCP-089 gesprochen hat, abgeschlossen. 66% der Gebäude in der Stadt wurden zerstört. Datum des Tages, an dem SCP-089 gesprochen hat, 2. Dezember 1850. Beschreibung des Typ-S-Ereignisses im Vorfall. Der falsche Prophet soll die Masse bei sich versammeln und sie gegen die Prinzen einsetzen. Sie sollen jeden
von denen abschlachten und deren Felder fruchtlos gemacht werden. Typ S-Ereignis. Großflächiger, messianisch basierter Bauernaufstand in Ergebnis. Protokoll M8 wurde an Tag 1363 nach dem Tag, an dem SCP-089 gesprochen hat, ausgeführt. Massaker im Zusammenhang mit Aufständen und deren Unterdrückung und der damit verbundenen landwirtschaftliche Zusammenbruch, auf deren Rechnung mindestens Millionen Opfer gehen. Datum des Tages, an dem SCP-089 gesprochen hat. 23. November 1951. Beschreibung des Typ-S-Ereignisses im Vorfall. Die Erde soll erzittern und die Meere sollen sich erheben und sich die Erde ergießen. Und die Berge sollen Feuer speien und deren Stimme sei Dunkelheit und Tod. Typ-S-Ereignis. Ein Erdbeben und ein Vulkanausbruch in Ergebnis. Protokoll M8 wurde innerhalb von 31 Stunden nach dem Tag, an dem SCP-089 gesprochen hat, ausgeführt. Es ist kein Tsunami entstanden, obwohl geologische Modelle erwartet hatten, dass einer durch ein seismisches Ereignis in der Gegend entstehen würde. Es gab keine Todesfälle. Datum des Tages, an dem SCP-089 gesprochen hat, 7. November 1970. Beschreibung des Typ-S-Ereignisses im Vorfall. Die Regenzeit soll die Erde reinigen und den Mann wegschwemmen und seine Bestien und all seine Arbeit. Die Flut soll sie alle holen. Typ-S-Ereignis, Zyklon in Ergebnis. Protokoll M8 wurde an Tag 49 nach dem Tag, an dem SCP-089 gesprochen hat, ausgeführt. Verluste der Überschwemmung, der Krankheit und der Hungersnot auf Tausende geschätzt. Datum des Tages, an dem SCP-089 gesprochen hat. 4. April 2000. Beschreibung des Typ-S-Ereignisses im Vorfall. Daten gelöscht. Typ-S-Ereignis. Daten gelöscht. Ergebnis. Das Ereignis ist noch aktiv. Protokoll M8 wurde bis jetzt noch nicht ausgeführt. Gegenstandsnummer SCP-089. Objektklasse Keta. Spezieller Haltungsprozess. Das Artefakt muss in einem sicheren Bunker in der Einrichtung bei Standort gelagert und permanent von zugelassenem D-Klasse-Personal überwacht werden. Neue Anordnung des Objekts sind jedes Mal, wenn es wechselt, bildlich festzuhalten. Neue Anordnungen müssen in den OT-Klasse-Supercomputer der Einrichtung eingespeist werden. Der Divisionsleiter muss jede halbe Stunde über Veränderungen und die aktuellen Einschätzungen informiert werden. Kein Personal darf SCP-090 berühren, es sei denn, es steht unter Befehl. Für die Überwachung von SCP-090 wurde die AXA-Sicherheitsstufe erstellt. Personal ohne AXA-Freigabe in der Einrichtung wird terminiert. SCP-090 wurde am 10. April 1900 in geortet und geborgen. Vor der Bergung befand sich SCP-090 in einer Kammer in der nahegelegenen Kathedrale. SCP-090 wurde entfernt, die Kathedrale niedergebrannt und 6 Mönche sowie der Priester wurden terminiert. SCP-090 ist seit der Bergung im Standort untergebracht. Der ursprüngliche Standort des Objektes vor der Kathedrale ist nicht bekannt. SCP-090 ist eine schwarze kubische Struktur, 20x20x20 cm, bestehend aus einem unbekannten keramischen Material. Das Objekt ist nach den Testergebnissen, einsehbar in Dokument 090b, nicht angehängt, als unzerstörbar klassifiziert.
Jede Seite ist in 10.000 einzelne Quadrate unterteilt, ähnlich wie bei einem Rubik-Würfel, 100 Segmente pro Kante. Jedes Segment ist 2 mm groß. Jedes Quadrat hat einen Teil einer Gestaltung in seine Oberfläche eingeätzt. Die Ätzungen glühen weiß. Unbekannte innere Strukturen bewirken die Neuausrichtung einer einzelnen Reihe oder Spalte ungefähr alle 2,8 Sekunden. Vage Aufzeichnungen der Anordnung des Objekts wurden seit 1242 nach Christus geführt, doch gingen sämtliche Aufzeichnungen von vor 1533 nach Christus verloren. Die moderne Technologie ermöglichte die Anordnung exakt bildlich festzuhalten und aufzuzeichnen sowie zu studieren. Die Segmente werden von einer dünnen weißen Linie getrennt, es sei denn, sie sind korrekt zu dem angrenzenden Quadrat ausgerichtet. Es gibt bisher 22 korrekte Anordnungen auf der Oberfläche des Objektes. Für eine komplette Auflistung der korrekten Anordnung siehe 25.090.090.04d nicht angehängt. D0230160240160240015 ist zurzeit die einzige Anordnung von 3 angrenzenden Segmenten auf der Oberfläche von SCP-090. Es gibt auch eine 6-Segmente-Anordnung. Siehe Dokument 090b für Forschungsnotizen zu den Effekten der Anordnung. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass eine komplette Anordnung des gesamten Gegenstandes ein beispielloses Desaster auslösen kann. Anhang. Personal mit Sicherheitsstufe AXA sollte sich das Dokument 09b ansehen. Dokument 090a. Experimentnotizen von Dr. Experiment 0012. Die Beobachtung läuft gut. Wir haben es geschafft, ein System zu entwickeln, mit dem man die Veränderungen fast so schnell, wie sie entstehen, aufzeichnen und analysieren kann. Es wurde bisher kein Zusammenhang zwischen den Veränderungen und Vorkommnissen auf der Welt festgestellt. Experiment 0048. Wir haben heute eine 6-Segmente-Anordnung auf der ersten Seite beobachtet. Es wurde notiert und verging ohne Zwischenfall. 2 Stunden später kam ein Assistent aus dem Pausenraum zurück und hatte eine Nachricht dabei, laut der ein Tsunami im Indischen Ozean hunderttausende Tote forderte und ausgedehnte Schäden anrichtete. Ein Zusammenhang ist zurzeit nicht bekannt, aber wir werden ein Auge darauf haben. Experiment 0150. Nach unserer 120. Anordnung auf der 4. Seite des Würfels und dem 120. Unfallbericht aus dem Labor bezeichnen wir die 4. Seite als lokal und werden morgen Sicherheitsvorkehrungen einführen. Die Belegschaft ist entmutigt, Wetten auf den Ausgang der Anordnungen abzuschließen. Experiment 0172. Eine 6-Segmente-Anordnung trat heute Morgen auf der lokalen Seite auf. Zur Sicherheit wurde Standort evakuiert. 2 Stunden später fand ein Eindämmungsbruch statt, doch aufgrund der Evakuierung gab es keinen Verlust von Leben. Es wurde festgestellt, dass das Objekt Ereignisse vorhersagt, nicht verursacht. Die erste Seite wurde als global bezeichnet. Eine Aktualisierung zum Euklid-Status wurde beantragt. Experiment 0240. Wir begannen unser heutiges Experiment mit dem Versuch, den Würfel selbst zu modifizieren. Als D-Klasse-Arbeiter versuchte, eine Änderung herbeizuführen, kreierte SCP-090 sofort selbstständig eine 10-Segmente-Anordnung in der oberen linken Ecke der lokalen Seite. Exakt 2 Stunden später durchbrach SCP seine Eindämmung und Daten gelöscht.
Die Agenten und wurden während dieses Vorfalls ebenfalls verloren. Empfohlene Zwangsveränderungstests an SCP-090 wurden verschoben. Eine Aktualisierung zum Keter-Status wurde genehmigt, da SCP-090 absolut fähig ist, Ereignisse auf eigene Faust zu verursachen. Das Objekt ist wahrscheinlich intelligent.